Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Teambuilding hier für die GPL und wir befinden uns mittlerweile an Spieltag Nummer 2.2 sozusagen, weil ihr habt ja mittlerweile die Singles Matches von Spieltag 2 bereits gesehen, die Doubles Matches sind ja dann heute mit den Teambuildings, morgen mit den Kämpfen dran. Ja, ich weiß wie immer nicht, wie Blocky gespielt hat, dementsprechend, ja, mal sehen. Ich weiß natürlich aber, wie Blocky am ersten Spieltag gespielt hat und darüber und natürlich auch über meinen Kampf und wie sich die Tabelle und Killliste entwickelt hat, werden wir natürlich jetzt auch in diesem Teambuilding sprechen. Anschließend gehen wir natürlich wie immer so ein bisschen über den Kader unseres Gegners, der heute Bene sein wird, beziehungsweise morgen Bene sein wird. Der Titelverteidiger, der Titelhalter, der Gewinner der letzten Season, mein Gott. Und dementsprechend wird das natürlich sehr, sehr schwierig werden, aber ich bin einigermaßen zuversichtlich, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Sieg holen können. Ob wir ihn holen werden, das wird natürlich spannend dann werden. Das wird dann auch schwierig werden. Es ist Bene, es wird gefährlich. Ja, und dann gehen wir natürlich darauf ein, wie will ich das Ganze schaffen, was für ein Team haben wir mit dabei. Und ich kann sagen, ich habe heute ein Team mit dabei, auf das ich richtig, richtig hart Bock habe. Und es sind so, ist so eine Synergie dabei, wo ich sagen muss, boah, ey, ich hab richtig Bock drauf, wenn das funktioniert. Na, kann aber genauso gut sein, dass es nicht so super viel bringen wird. Aber ja. Wir fangen mal ganz vorne an. Und ganz vorne ist ausnahmsweise nicht bei unserem Kampf, sondern beim Kampf von Blocky. Ne? Also wenn ihr den noch nicht geguckt habt, seid ihr ein bisschen spät dran. Also macht es mal noch schnell. Wir reden natürlich spoilernd darüber, über den Spieltag 1 Kampf. Und da hat Blocky ja gegen Present spielen müssen. Und ich wusste nicht so ganz, was ich mir von dem Matchup erhoffen konnte von den beiden. Present war für mich schon der Favorit, aber Blocky hat meine Erwartungen nicht nur übertroffen, sondern gigantisch übertroffen quasi. Und mit einem 5:0 Kurelei Sweep 3 Punkte geholt. Und nicht nur 3 Punkte, was das Allerwichtigste ist natürlich, sondern auch mit einem 5:0. Und das ist natürlich crazy für die Differenz. Insbesondere, wenn man dann weiterschaut, wie wir gespielt haben. Denn wir haben ja gegen Timo. Ich muss sagen, ich wurde von vielen ein bisschen sehr gelobt, sehr stark, dass das Ganze irgendwie perfekt gespielt wäre und so weiter und so fort. Sehe ich noch nicht so hundertprozentig. Wir haben sehr, sehr gut Druck machen können und wir haben auch relativ fehlerfrei gespielt. Aber gegen Timo gab es ein großes Element, was uns sehr, 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 sehr hart in die Karten gespielt hat. Und das war eben der Fluchtknopf auf Pilippa. Wenn der nicht drauf gewesen wäre, puh, Leute, dann wäre Memo direkt weg gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das trotz allem gewonnen hätten. Aber ja, ihr habt selbst gesehen, welchen Impact Memo hatte. Ich glaube, 3 Kills hat er geholt oder sowas in die Richtung. Ne, pressured natürlich das gesamte Team. Irgendwie ist immun gegen Bedroher und so weiter und so fort. Ja, aber wäre da kein Fluchtknopf drauf gewesen und hätten wir nicht geflincht, die 30% Chance hätten wir natürlich noch gehabt. Aber gehen wir mal davon aus, das passiert nicht. Dann kommt dann Meteorologe, Siedewasser, whatever von Pilippa. Ja, und wir sterben dann einfach. Und das ist ein bisschen problematisch oder wäre ein bisschen problematisch gewesen. Von daher, Glück gehabt in Anführungsstrichen, weil Timo sich ja für dieses Item entschieden hat, was ich auf der einen Seite nicht so wirklich gesehen habe, weil ne, genau sowas dann passieren kann. Auf der anderen Seite aber durchaus nachvollziehbar ist, dass er das zum Beispiel in den Hit von Memo reinwerfen möchte, damit Pilippa den tankt und dann mit Kapaluris im Regen direkt Druck aufgebaut werden kann. Das funktioniert im Singles halt nochmal einen Ticken besser, würde ich behaupten, als im Doubles. Im Doubles gibt es halt immer das Risiko, dass der gar nicht attacked wird, sondern das Ziel daneben oder das protected wird oder sowas in die Richtung. Ja. Aber war für uns halt sehr, sehr angenehm. Ne? Ansonsten denke ich, war das ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Und ich hoffe, dass wir da an dem heutigen Spieltag dann weiter ansetzen können. 6:0 haben wir rausgeholt und damit, ja, was soll ich sagen, 6 Punkte insgesamt und eine 11er-Differenz am ersten Spieltag. Das ist crazy, das gab es wahrscheinlich in noch keiner Liga zuvor, weil natürlich auch dieses System neu ist. Aber mit 11:0 reinzustarten, das ist crazy. Und dementsprechend können wir natürlich einen Blick in die Tabelle werfen und ja, es wird wenig überraschend für uns sein, dass wir auf Platz 1 sind, weil 11er Differenz halt crazy ist. Das bedeutet aber natürlich bei weitem nicht, dass wir uns darauf ausruhen können, denn Differenz ist erst einmal nicht so krass wichtig, denn wir haben 3 Verfolger, die direkt hinter uns sind und 4 Teams, die schon relativ weit weg sind von uns, das am ersten Spieltag. Und zwar haben wir Belex und Dennis, Maxi und Pog, Mo und Ele und Present und Timo, die halt 0 Punkte geholt haben. Das bedeutet, alle Teams
die verloren haben, haben alles verloren. Und alle Teams, die gewonnen haben, haben alles gewonnen. So, ne? Dementsprechend ist auf dem zweiten Platz Downy und Kusha und auch Belly und Bene. Ne? Die sind komplett punkt- und differenzgleich. Das heißt, wir haben quasi an diesem Spieltag bereits wieder Erster gegen Zweiter. Und das ist immer sehr gut für den Titel des Kampfes oder sowas. Ne? Von daher freut euch schon mal drauf. Genau. Und auf Platz 4, dann aufgrund der etwas schlechteren, in Anführungsstrichen, Differenz, haben wir dann Barry und Mindtube. Aber wie gesagt, sofern jetzt hier irgendwer einen Win holt oder so, der andere nicht, bist du halt rüber, ist die Differenz erstmal relativ egal. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber mein Husten kickt leider immer noch rein. Heute irgendwie wieder ein bisschen mehr. Von daher müssen wir jetzt mit Eukalyptus weitermachen. Der hilft immer sehr gut und dann können wir hier ungestört mit unserem Theorie-Building-Video-Podcast, whatever, weitermachen. Ja, für uns interessant ist natürlich wie immer die Killliste. Ist jetzt noch nicht sonderlich ausschlaggebend, noch nicht sonderlich aussagekräftig. Aber wir sehen Kugelei, friggin' Kugelei, auf Platz 1 mit 6 Kills. Ist jetzt nicht der krasse Abstand, weil Lectragon und Primarine mit 4 Kills direkt dahinter kommen. Und gerade Lectragon, auch Primarine, würde ich sagen, sind Pokémon, die noch viele Kills holen werden. Und auch Mimikma, Demetros Ei, Demetros T sind sehr, sehr gut weit oben mit dabei. Aber auch Gortrom und Mamutel mit 3 und 2 Kills. Mamutel hat 2 Kills geholt, ja. Ne, also da kann man auf jeden Fall auch erstmal nicht so viel Auge drauf machen. Ja, und zu guter Letzt schauen wir uns natürlich noch den Spielplan an. Wer muss denn jetzt gegen wen spielen? Ein Match habe ich natürlich schon vorweggenommen. Das sind wir gegen Bene, beziehungsweise Blocky am Wochenende, ne? Also am Sonntag, am vergangenen Sonntag, gegen Belly. Falls ihr das noch nicht geguckt habt, holt das sehr, sehr gerne nach. Und dann geht es morgen mit den Doubles-Matches weiter. Wir haben Kusha gegen Timo. Das ist also dann ein Kampf Zweiter gegen Letzten. Ne, wird auch sehr, sehr spannend werden. Sehr interessant. Downy gegen Presence, sehr nices Matchup. Kusha gegen Timo, sehr nices Matchup. Bin ich sehr gespannt auf beide Kämpfe. Dann haben wir Pock gegen Denzel. Ne, wird auch interessant werden, weil beide haben tatsächlich verloren. Was auch interessant ist, weil Denzel und Ele waren die, die neben mir halt auf jeden Fall noch VGC Draft League gespielt haben. Ne, VGC ungleich Doubles, ihr wisst Bescheid. Aber trotzdem hat man natürlich eine gewisse Erfahrung, die man daraus mitnehmen kann. Und beide haben tatsächlich ihren Kampf verloren. Was noch einmal zeigt, das war ein Kommentar im Twitch-Stream, glaube ich, was ich sehr passend fand, dass es nicht alles ist, VGC-Erfahrung zu haben in diesem Format. Alle anderen Leute in dieser Liga sind absolut gefährlich und darf man nicht unterschätzen. Die können sich sehr, sehr gut vorbereiten, sehr gut spielen, haben sehr viel Pokémon-Erfahrung im Generellen und dann kannst du das natürlich auch aufs Doubles adaptieren. Dementsprechend wird es da sehr interessant werden. Und letzter Kampf ist dann natürlich Mindtube gegen Ele. Ja, also hier wieder ein Winner gegen einen Verlierer sozusagen. Ne? Guti, Leute, das soweit dazu. Und ich würde sagen, wir kommen damit dann auch zum Team von Mr. Beniston, ja? Genau, wie fangen wir an? Gehen wir nach Speedwerten? Ich denke, wir gehen nach Speedwerten und sehen da natürlich direkt, wenn wir nach Speedwerten gehen, ein gewisses Pokémon. Und das nennt sich Zeraora. Ja, und das wollten wir natürlich super gerne draften. Es tut immer noch weh, den zu sehen, weil der relativ cool ist und so weiter und so fort. Ich bin super zufrieden mit unserem Team, aber ja, Zeraora, schon sehr nice. Warum ist der denn eigentlich überhaupt so nice? Naja, der ist sehr, sehr schnell unterwegs. Das schnellste Mon im Meta, glaube ich sogar. Ich glaube, das schnellste gedraftete Mon. Hat natürlich auch gute Durchschlagskraft mit der physischen Offensive. Kann auch speziell offensiv mal daherkommen. Vielleicht auch nur mit einem Coverage-Move oder sowas in die Richtung, ne? Das geht auf jeden Fall klar. Und er hat halt super viele Tools. Unter anderem den Mogelhieb, mit dem der halt Pokémon flinchen kann. Und es gibt ja oft die Situation, dass du zwei Pokémon hast, die Mogelhieb können und die flinchen, wollen sich dann gegenseitig flinchen. Dann kommt es natürlich auf die Initiative an. Und wenn du dann Zeraora mit Mogelhieb hast, ja, dann ist der halt logischerweise ein bisschen schneller und kommt zuerst mit seinem Mogelhieb dran. Ganz kurz nochmal weg von Zeraora und generell hier zur Kadervorstellung des Gegners. Ich habe euch ja gefragt, findet ihr das gut, wenn wir das so mega detailliert machen? Oder findet ihr das ein bisschen zu anstrengend? Und die meisten von euch, also das meiste Feedback war, finde ich gut, dass du das so ausführlich machst. Und von daher werde ich das auch weiterhin so beibehalten. Vor allem, weil es mir, wenn ich schaffe, die Teambuildings im Vorhinein aufzunehmen, das ist nicht immer der Fall, aber oft versuche ich das in dieser Season wieder hinzubekommen.
ist das für mich auch nochmal so eine kleine Vorbereitung vor dem Kampf, mir ins Gedächtnis zu rufen, okay, was können da nochmal alles für Moves drauf sein und so weiter und so fort. Ich werde mir natürlich nicht alles merken und werde natürlich im Kampf auch mal was vergessen. Aber so allein als Gedächtnisstütze ist das nochmal sehr nice und auch um euch darauf vorzubereiten, was kann uns überhaupt alles irgendwie erwarten und können wir das, was uns erwartet, mit dem 6er-Squad, den wir mit dabei haben, überhaupt abfangen? Oder gibt es irgendeine Lücke, die ihr schon seht? Ne, dann schreibt sie sehr gerne auch in die Kommentare. Hat mich generell sehr gefreut. Danke für das Feedback. Unterm Teambuilding, unter dem Kampf gab es sehr, sehr viele Kommentare. Hat mich riesig gefreut. So, also, schnellen Muggelhieb hat Zerah Aura und natürlich den Volt-Absorber, was insbesondere zum Beispiel für unser Raikou ein bisschen nervig ist. Generell, der greift halt physisch an. Das ist für Raikou nervig, weil der nicht gute physische Defensive hat. Der fängt die Elektroattacken ab. Und Coverage haben wir auf Raikou gegen den leider nicht. Ansonsten sieht Raikou, kann ich schon mal vorwegnehmen, ziemlich gut aus in diesem Matchup. Aber Zerah Aura ist auf jeden Fall so ein kleines, aber feines Problem. Ja, gehen wir einfach mal wieder durch die Moves durch, würde ich behaupten. Der hat auf jeden Fall sowas wie Bulk-Up, ne, wie Protzer, um sich selbst zu setupen. Oder auch Gedankengut, um sich selbst zu setupen. Ich denke, das ist fürs Singles etwas relevanter. Hat natürlich jede Menge Coverage-Moves mit Feuer, ne? Also dem Feuerfeger, mit Nahkampf, mit einem Ableithieb, mit einem Feuerschlag, mit einem Grassknot natürlich, ne? Dem guten alten Strauchler, Eisenschweif. Abschlag ist sehr, sehr nervig, weil es Items entfernt. Die Plasma-Fäuste logischerweise, auch da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht einen normalen Status-Move auf den raufjagen, weil sonst wird, oder beziehungsweise generell einen normalen Move auf den raufjagen, weil sonst wird der halt einfach zum Typ Elektro, dieser Move, und wir heilen den. Das kann tatsächlich im Doubles, wo es viele Status-Moves gibt und sowas, durchaus mal mattern. Knuddler hat der mit dabei, ist für Zubiris zum Beispiel nervig. Er kann theoretisch Ruckzuck-Keep, wird aber, glaube ich, niemals mitkommen, irgendwann in irgendeinem Matchup, weil der einfach, ja, nur 4 Move-Slots hat und so viel mit dabei haben möchte, wie zum Beispiel Verhöhner, dass man Verhöhner gegen unser X-Bart einsetzt oder sowas und dann können wir unseren Rückenwind nicht rauskriegen, weil Zerah Aura ist ja schneller und so weiter und so fort. Donnerwelle ist natürlich eine Option, Voltwechsel für Momentum ist eine Option. Was haben wir hier noch Schönes? Coaching. Coaching ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Element, das heißt, du kannst als Zerah Aura auch supportend unterwegs sein, beziehungsweise beides, spielst du einfach Speed, Full Attack, Focus Code oder sowas und drückst du Coaching, um den Partner zu supporten. Wenn es aber kein Partner ist, den du mit Coaching supporten willst, greifst du halt einfach an mit der Coverage, die du hast. Also Plasma-Fäuste plus Abschlag zum Beispiel dürfte unser Team, glaube ich, relativ gut hitten. Ja, und dann kannst du halt Mogelhieb und Coaching noch draufpacken, das geht voll klar. Und dann supportest du halt irgendwie deine physischen Angreifer oder erhöhst die physische Verteidigung deiner Pokémon. Das ist halt alles möglich auf jeden Fall, ne? Dann kann der auch noch Elektronetz, womit der quasi die Initiative von beiden gegnerischen Pokémon um eine Stufe senken kann. Auch super, super nervig. Er kann Schleuder, kann also sein Item auf ein Partner-Pokémon werfen. Ich weiß gar nicht, ob im Benes Kader irgendein Psycho-Pokémon Bronzong wäre zum Beispiel so ein Ding. Also, dass du beispielsweise eine Lyzibäre, eine Plus-Angriffsbäre auf Bronzong mit Schwächenschutz wirfst und plötzlich ist Bronzong plus 3 Attack. Das könnte man zum Beispiel machen, weiß ich aber nicht, ob das so auf Bronzong das Ding to go ist, wenn du da auch einen Zerah Aura stehen hast, ne? Ja, rechte Hand ist noch so ein Ding, dann gibt es auch noch den Fußkick oder Tritt. Ich glaube, der kann beides, aber der eine senkt auf jeden Fall die Initiative um eine Stufe, wäre also auch nochmal eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel den Speed von Mamo senken möchte. Dann gibt es noch den Rapidschutz, den der kann, das heißt, der kann das einfach drücken und dann sind unsere Prio-Attacken halt quasi für den Turn außer Gefecht gesetzt, was sehr nervig ist für Zubiris, für die Grasrutsche, für Wasserdüse von Keldeo, für unsere Mogelhiebe und so weiter und so fort. Wobei Mogelhieb vielleicht sogar vor Quick Guard kommt, das könnte ich mir sogar vorstellen. Ja, könnte glaube ich sogar sein. Grimasse ist noch so ein Ding, Standpauke ist noch so ein Ding, also da sind auf jeden Fall, ne, ihr seht es, die Möglichkeiten von Zerah Aura sind unerschöpflich. Und da der viele auch nützliche Angriffsmoves hat, kann ich mir sowohl ein Offensiv-Essen-Set wieder vorstellen, wie er es, glaube ich, am letzten Spieltag mitgebracht hat. Das wäre ganz gut, weil es halt dann einigermaßen bulky ist und Raikou halt noch ein bisschen besser abfängt. Ja, kann aber natürlich auch irgendwie was anderes sein. Vielleicht so Antiboden, Luftballon, Fokus-Gurt. I don't know, da gibt es ein paar Optionen. Und dann sind da halt wahrscheinlich eher nochmal ein paar Status-Moves drauf, sowas wie Coaching. Ne? Also Mogelhieb-Coaching, 2 Attack-Moves, würde ich zum Beispiel auch durchaus sehen. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Pokémon und das ist ein Pokémon, was soll ich sagen zu dem? Ich hasse den, 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 weil der ist einfach sowas von annoying, wisst ihr? Uhafnir. Puh,
was soll ich sagen? Wo soll ich anfangen? Okay, fangen wir bei der Fähigkeit an. Er hat 3 nützliche Fähigkeiten im Doppelkampf, würde ich sagen. 3 oder 2 sehr gute und eine, die ein bisschen situationsabhängig davon abhängt, was dann noch so steht. Aber ich würde sagen, insgesamt sogar 3 gute Fähigkeiten. Erstens, Schnüffler. Das ist super scheiße. Weil Schnüffler erkennt direkt 2 Items. Ne? Schnüffler offenbart das getragene Item des Gegners und im Doppelkampf eben die getragenen Items der Gegner. Pokémon. Plural. Ja, das bedeutet, wenn wir irgendwie eine geheime Strat fahren mit irgendeinem geheimen Item oder sowas, Uhafni ist im Lead, bupp, weiß Bene sofort 2 Items. Schnüffler, sau stronge Fähigkeit. Nächste Fähigkeit ist dann natürlich auch noch Schwebe durch. Das heißt, da kann man durch Delegatoren, durch Lichtschilde, Reflektoren und sowas einfach durchballern. Ist für uns jetzt vielleicht eher nicht so relevant, ne? Gerade im Doubles, ist vielleicht im Singles nochmal ein bisschen besser die Fähigkeit. Aber ja, könnte man theoretisch auch machen. Ich denke, Schnüffler wird aber immer so ein bisschen mehr Priorität haben. Es sei denn, du hast das Screenermon, sowas wie Klavion oder so dabei. Haben wir aber nicht. Ja, und die letzte Fähigkeit ist dann Telepathie. Telepathie sorgt dafür, dass man von Attacken des Partner-Pokémon nicht getroffen werden kann. Sprich, wenn da jetzt zum Beispiel Pox Smogmog wieder mit dabei ist, mit Schlammwoge, was alle Gegner trifft. Gutes Set übrigens gewesen, Pock. Dann kommt die Schlammwoge und hittet alle Gegner außer den Partner, weil der mit Telepathie eben dodgt. Und das könnte ganz cool sein, in Kombination zum Beispiel mit Zeraora mit Ladungsstoß. Weil Ladungsstoß trifft alle, Uhafnir nicht mehr, trifft dann die Gegner-Pokémon, chippt die so ein bisschen an und hat halt 30%ige Parachance, was halt nett sein kann. Und ich denke, da gibt es noch ein paar andere Kombinationen, die man damit fahren könnte, wenn man das möchte. Beispielsweise Demetros mit Schlammwoge kann der, glaube ich, auch. Und dann kann Neuwan da dodgen, dann kann Bronzong da dodgen und so weiter und so fort. Das wäre halt möglich. Ja, aber was hat er denn eigentlich für Moves? Naja, der nervigste Move oder der auffälligste Move schlechthin ist wahrscheinlich direkt der Rückenwind. Erstens, ja, unser Rückenwind auf X-Bad ist schneller. Das ist nice. Aber Neuwan hat trotzdem einen sehr schnellen Rückenwind. Und wir werden ja nicht die ganze Zeit unser X-Bad mit Rückenwind draußen haben, sofern das überhaupt mitkommt. Und es kann dann in einer Situation passieren, dass Neuwan reinkommt, das schnellste Mon ist. Defensiv auch echt nicht schlecht ist, wenn du den allein Full KP spielst, dann ist der leider auch aufgrund seines Typings relativ bulky. Natürlich nicht gegen Eisattacken, aber ne, haben wir jetzt auch gar nicht so viel Coverage dafür. Und dann drückt er halt seinen Rückenwind. Und dann ist plötzlich das Partner-Pokémon schneller. Und es gibt viele Partner-Pokémon in diesem Team, die vom Rückenwind durchaus profitieren können. Dazu kommen wir im Laufe dieser Vorstellung hier noch. Was hat er ansonsten noch für Moves? Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Der kann natürlich offensive Moves haben, sowas wie Draco Meteor, Luftschnitt, Coverage-Moves in Form von Flammenwurf oder sowas in die Richtung. Das ist auf jeden Fall möglich. Oder Hitzewelle oder so, um alles zu treffen. Ne? Oder Orkan für den möglichst starken Damage. Das ist klar. Er könnte sogar Ruheort spielen. Weiß ich immer nicht, ob es in Doubles so der Play ist. Aber kann man, glaube ich, durchaus machen. Sich wieder hochheilen. Da macht man kein Auge drauf. Was aber jetzt nochmal sehr, sehr interessant ist, ist sowas wie Superzahn. Macht halt direkt 50% auf eines unserer Pokémon. Das heißt, selbst wenn wir da was Defensives stehen haben, was Uhafni hier normalerweise nicht touchen kann, bumm, 50%. Nicht so cool. Der kann auch Switcheroo. Das heißt, wechsel dich. Sprich, Trickbetrug quasi. Da gibt es eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Sprich, der kann auch irgendein nerviges Item haben. Sowas wie, keine Ahnung, Heiß Orb, switch das Item auf Gordrom und bupp, hat Gordrom Heiß Orb. Rechne ich nicht mit. Wäre nischig, könnte mitkommen, aber glaube ich eher nicht. Verhöhner, das ist ein Ding, was auf jeden Fall mitkommen kann, weil Uhafnir beispielsweise seinen Rückenwind rausholt. Wir gehen in X-Bad. X-Bad möchte dann seinen Rückenwind rausholen, aber durch den Rückenwind, den Uhafnir eben gerade schon rausgeholt hat, kann der eben auf Verhöhner gegen X-Bad gehen und kann verhindern, dass wir den Rückenwind rausbekommen. Ne? Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Mit Kehrtwende für Momentum zu sorgen, auch eine Option. Wirbelwind vielleicht eine Option, wenn man sich so denkt, oh, Setup oder da kommt jetzt gleich ein Switch, das möchte ich irgendwie so ein bisschen preventen. Wäre eine Option, aber eher ein bisschen unwahrscheinlich. Kreideschrei ist ein Ding. Kann man machen. Ne? Haben wir ja auch schon gespielt. Und ich denke, das waren so die wichtigsten Moves, die uns auf Uhafnir erwarten können. Also, wenn es mitkommt, erwarte ich auf jeden Fall den Rückenwind, weil der ist nice. Ich sehe, denke ich, schon den Verhöhner und dann 2 Attack-Moves. Wahrscheinlich Dragon und Flying oder vielleicht auch ein Feuer-Move. Das könnte ich mir auch noch irgendwo so ein bisschen vorstellen. Gegen wen ist der Feuer-Move gut? Ich hatte da irgendwas im Kopf. Ist gar nicht so gut, oder? Glaube ich.
Nö, eigentlich sollte Flugdrache schon die Coverage sein, die da mitkommen soll, wird. Oder halt Superzahn oder so, ne? Aber das ist, das denke ich, das Set, was ich erwarten würde. Item ist ganz schwierig auf dem. Ich könnte mir vorstellen, dass es Mentalkraut ist, damit man von einem Verhöhner von unserem Zubiris oder unserem, wer konnte noch Verhöhner? X-Bad. X-Bad selbst natürlich auch, ne? Also Verhöhner, Rückenwind, ihr seht schon, ist so ein, also X-Bad und Hafnir sind einigermaßen ähnlich. Ja, ne, also dass er dagegen so ein bisschen geschützt ist, Mentalkraut aktiviert sich dann, dann kann er nicht verhöhnt werden, kriegt seinen Rücken wieder raus und wir haben den Salat, haben den Turn verloren, muss man auf jeden Fall im Kopf haben. Das ist vielleicht das Item, was ich am ehesten sehe, vielleicht Fokusgurt oder Anti-Eisbeere oder sowas, damit man von Mamutals Eissplitter nicht so gut getroffen wird, denn der sieht relativ gut aus gegen Wurfnir. Und auch gegen das nächste Pokémon, zu dem wir kommen werden, und das ist Demeteros Ei. Auch der hat eine doppelte Eischwäche, das ist so eine kleine Sache bei den schnellen Pokémon, die sind so ein bisschen anfällig gegen den Eisplitter von Memo. Ansonsten finde ich den Kader aber relativ gut aufgestellt gegen Memo und auch generell sehr rund. Von daher mal gucken, ob Memo da mitkommen wird oder nicht. Ja, das Wichtige bei Landorus Eye, bei unserem Demeteros-Freundchen hier, ist, dass der nicht hohe Gewalt spielen darf, sondern nur Sandgewalt. Und das ist natürlich die deutlich schlechtere Fähigkeit, es sei denn, du spielst Sandsturm, dann ist es natürlich ganz nett, aber selbst dann ist wahrscheinlich hohe Gewalt besser. Das heißt, der ist so ein bisschen genervt, der Damage-Output von dem, was er zum Beispiel auf der Ladder, auf Showdown hat, im OU, ist ein bisschen geringer, weil der eben nicht diesen 30-prozentigen Boost bekommt und zusätzlich nochmal Leben abspielen kann und zusätzlich nochmal keinen Schaden durch Leben abbekommt. Das wird eher nicht der Fall sein. Trotzdem finde ich Landorus Eye auf jeden Fall ein sehr geiles Pokémon. Wir hatten ultra Bock auf Mamutell, aber hätten wir den nicht bekommen, wäre Landorus Eye definitiv unsere Wahl gewesen. Also bis hierhin, die ersten drei Pokémon, ich finde den Kader super nice. Insbesondere auch fürs Doubles. Ja, was kann der? Der hat einen soliden Speed. Mit 101 ist er halt schneller als 100er Base-Pokémon, sprich schneller als unser Kurelei. Ist für uns nicht so wild. Viele unserer Pokémon sind schneller, können den hitten, haben gute Prios gegen den. Also defensiv ist der echt nicht so nice gegen unser Team, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem eine Option gegen Raikou. Und wenn der Walschalt spielt, dann kann der auch vieles outspeeden. Kann aber auch Leben Orb, Offensivweste, irgendwas in die Richtung sein. Würde mich jetzt auch nicht komplett verwundern. Ja, auch der könnte sich theoretisch setupen, hat aber vor allem natürlich spezielle Angriffe, die aufgrund der Vielfalt, in der sie vorhanden sind, viele unserer Pokémon treffen können. Erdkräfte als Stab logischerweise kann auch physisch mitkommen. Sehe ich aber weniger, weil er dann Erdbeben spielen muss und wir haben Grasfeld und sowas. Und er muss auch seine eigenen Pokémon tendenziell treffen. Es sind da einige fliegende Mons mit dabei, aber gegen Grasfeld sehe ich auf jeden Fall das spezielle Set besser. Dann gibt es sowas wie Psychokinese, wie Strauchler natürlich. Es gibt auch physische Moves, logischerweise, wie Abschlag und Wutanfall oder sowas. Der könnte auch seine Initiative mit Steinpolitur erhöhen. Weiß ich aber nicht, ob es das im Doubles ist, ne? Matschbombe, Schlammwoge habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Tarnsteine, mal sehen, ob irgendwer mal Tarnsteine, mal Hazards gegen uns mitbringen wird. Natürlich eine Kehrtwende für Momentum, immer so ein Ding. Theoretisch die Dampfwalze für Speed Control, Schleuder, um Item irgendwo raufzuwerfen, Erdanziehung, damit die Bodenattacken hitten, haben wir halt nur X-Bad, weiß ich nicht. Begrenzer ist noch so ein Ding, ne? Also wenn der Schutzschild Begrenzer spielt, dann können wir halt nicht mehr protecten und sowas. Und Present hat in seiner Analyse zum Spieltag gesagt, dass wir sehr gerne protecten, was durchaus sein kann. Vielleicht ist das also tatsächlich sogar eine Überlegung wert. Silberblick ist natürlich immer ganz nett, um beide Death-Werte um 1 zu senken, aber ich sehe den halt wirklich nicht in der supportenden Rolle, sondern eher in der, ja, ich mache hier Damage und ich werde supported Rolle, ne? Ich denke, das ist irgendwo nachvollziehbar. Theoretisch kann er auch noch Angeberei, womit du einen Partner auf plus 2 Attack bringen kannst. Und wenn du dann halt eine Prunusbeere spielst, dann blub, ist die Verwirrung weg und du bist plus 2 Attack. Und kannst zum Beispiel deinen Zeraora sehr gefährlich machen. Wäre eine Option, aber sehe ich, um ehrlich zu sein, eher weniger. Wie gesagt. Ja, das also zu Landorus. Dann kommen wir zum nächsten Pokémon im Speed. Und jetzt wird es ein bisschen interessant, weil wir gehen jetzt in die Lower Tiers erstmal rein. Und sehen Rotom. Und Rotom ist ein Pokémon, mit dem ich jetzt, das erste Pokémon, mit dem ich eher nicht rechne. Nicht, weil ich Rotom kacke finde im Doubles, sondern weil ich die anderen Pokémon alle ein bisschen besser gegen uns finde. Ich mag den Rotom-Pick, der wurde auch so ein bisschen kritisiert. Aber wir selbst haben ja auch überlegt, Rotom Heat zu holen. Klar, der hat nochmal seinen Stab-Hitze-Collar und sowas. Aber dafür hat Rotom eben seinen Stab-Spukball. Und ja, der ist, glaube ich, nicht ganz so bulky, dafür aber ein bisschen schneller, wenn ich mich nicht irre. Wobei ich mir da auch gerade gar nicht mehr so sicher bin.
Aber Rotom ist nice. Der hat ein paar nice Tools. Der hat natürlich Schwebe, das heißt Erdbeben kannst du drücken, Dampfwalze kannst du drücken. Das ist generell schon immer eine ganz coole Option. Der hat ein bisschen Coverage, der hat theoretisch Ladungsstoß, also auch Rotom Ladungsstoß, Telepathie, Hafnir oder natürlich auch Volt Absorber, Zeraora neben einem Ladungsstoß Rotom. Ist ein Ding, die teilen sich keine Schwäche. Dementsprechend, ja, kann man machen. Schmarotzer, das heißt auch gegen physische Monster ist der nicht zu passiv. Kann natürlich auch einfach Irrlicht drücken und Böde. Hat die alle möglichen Formen von Screens, ne? Also Lichtschild, Reflektor. Kann sich mit Leitteiler wieder hochheilen. Kann sich theoretisch sogar setupen, wenn der Gegner sich denkt, ach, Rotom, der ist ja keine Gefahr. Drückt er halt Reingeschmied, ne? Wird er plötzlich dadurch gefährlich. Ein Tiefschlag, nischig, aber kann man sogar mal mitnehmen. Donnerwelle wieder für Speed Control. Voltwechsel für Momentum. Trickbetrug, um irgendein nerviges Item rüber zu tricken. Irrlicht, um die physischen Angreifer zu eliminieren oder zumindest ein bisschen einzuschränken in ihren Möglichkeiten. Seitentausch natürlich für 50-50s. Das ist auch ein sehr, sehr nices Tool. Dann hat er auch noch Mystowellen mit dabei. Mystowellen droppt den Spezialangriff eines gegnerischen Pokémon um 2 Stufen. Ist also quasi so ein bisschen wie Charme oder Irrlicht, wenn man so möchte. Ja, dann gibt es noch Elektronetz, was auf jeden Fall ein Ding ist, ne? Auch hier wieder minus 1 Speed auf beide gegnerischen Pokémon. Rechte Hand, um den Damage-Output zu erhöhen. Was haben wir noch so? Theoretisch auch wieder Angeberei, aber ich glaube, das kann fast jedes Pokémon. Dementsprechend, ja, ne? Ihr seht, Rotom, eine kleine Wundertüte. Wenn der mitkommt, dann werde ich mir erstmal denken, puh, was hat der jetzt vor? Da kann einiges auf uns zukommen. Dementsprechend würde ich den nicht unterschätzen, sehe ich aber ein bisschen weniger. Wen ich auch ein bisschen weniger gesehen habe, ist das nächste Pokémon. Das hat sich dann aber auch hier in diesem Teambuilding, habe ich es wieder gemacht wie letzte Woche. Erstmal ein Team gebaut, dann viele Testmatches gemacht, währenddessen immer ein paar Anpassungen gemacht und dieses Mal sogar größere Anpassungen gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe echt ein Problem. Und eines dieser Probleme war Pantymos. Und ich bin niemand, der Pantymos trash-talken würde und sagen würde, der ist bad. Also ich unterschätze den dahingehend eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe ihn trotzdem unterschätzt, weil der so viele nette Tools hat. Also ich wusste, dass er viele Tools hat, aber dass er die Tools hat und dass die so gut gegen uns sind, das habe ich halt erst in den Testmatches rausgefunden. Und naja, wir fangen vielleicht erstmal kurz bei den Fähigkeiten an. Der hat einmal Lärmschutz, was, glaube ich, für uns nicht relevant ist. Zumindest wüsste ich es nicht. Der hat Filter, was ganz okay ist, um sehr effektive Attacken abzufangen. Ist, glaube ich, nicht so relevant. Und der hat Techniker, was zum Beispiel seinen Mogelhieb, was eines seiner Tools ist, nochmal ein bisschen stärker macht. Ist auch nicht so relevant. Also Fähigkeiten, glaube ich, echt nicht so spannend für uns. Was ist spannend an dem? Naja, gehen wir vielleicht die aller wichtigsten Moves durch. Und das sind 5 an der Zahl, die richtig, richtig strong gegen uns sind. Move Nummer 1, Mogelhieb. Logischerweise, Mogelhieb ist immer ganz cool. Gegen uns gar nicht so cool, weil wir viele Konzentratormonster haben. Also es könnte sogar sein, dass man darauf verzichtet. Glaube ich trotzdem ganz cool, um sowas gegen Gortrom oder Mamutell oder sowas mal einsetzen zu können. Ne, sehe ich auf jeden Fall. Die 4 Moves, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser sind, davon werden nicht alle mitkommen. Auch von diesen 5 Moves werden nicht alle mitkommen, sehe ich nicht. Aber sie sind alle gut und brauchbar. Natürlich den Seitentausch. Logischerweise kannst du switchen, 50-50, kennt ihr. Aber jetzt wird's interessant. Der hat erstens noch Spotlight. Also drittens, wir sind beim dritten Move. Der hat drittens Spotlight. Sprich, wenn du dem einen Fokus-Code gibst, speziell defensiv ist der sogar sehr bulky, physisch-defensiv tankt er natürlich gar nichts, aber gibst dem einen Fokus-Code, drückst Spotlight und der Partner neben diesem Pantymos kann Druck machen. So, weil alles rüber geforst wird. Und im Gegensatz zu Hutsasa, der ja auch Wutpulver konnte am letzten Spieltag, kannst du Spotlight nicht verhindern. Also du kannst das Mogel hieben zum Beispiel, ja, das würde funktionieren. Aber du kannst nicht durch eine Schutzbrille oder sowas Spotlight dodgen. Funktioniert nicht. Das heißt, du musst Pantymos angreifen und wenn du nicht einen Duo-Hit hast, also was zweimal trifft, dann musst du auch mit beiden Pokémon oder zumindest zweimal angreifen oder halt für Split-Moves gehen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Split-Moves ist aber direkt das nächste Problem, denn das einzige Pokémon im gegnerischen Team, ja, im gegnerischen Kader, was Whiteguard, was Rundumschutz beherrscht, ist Pantymos. Das heißt, du willst irgendwie nicht geflincht werden von dem. Du willst ihn aber auch irgendwie nicht solo targeten, sondern eher für den Split-Move gehen, um auch den Partner zu erwischen wegen Spotlight. Aber der kann genauso gut auch Rundumschutz drücken. Und wenn der Rundumschutz drückt, dann werden halt Split-Moves komplett abgeblockt. Sprich, stellt euch vor, Pantymos steht da, drückt Rundumschutz und wir gehen mit Keldeo auf Lehmbrühe und mit Heatran auf Eruption. Beispielsweise, ja. Dann wird alles abgeblockt. Alle 4 Treffer werden abgeblockt. Und der Partner kann frei agieren. Und Pantymos hat nicht mal einen KP verloren. Und danach müssen wir dann auf Solo
Moves umswitchen und dann kann der für Spotlight gehen und wieder alles auf sich ziehen. Also es ist super, super nervige Kombination. Und dann geht es halt leider sogar nochmal eine Stufe weiter, weil der dann auch noch Rapid-Schutz hat, also Quick Guard, ja. Der kann also auch noch Prio-Attacken einfach easy peasy abwehren. Und wie gesagt, ist das halt gar nicht mal so schlecht gegen uns. Muss man gucken, ob Platz drauf ist, auf dem dafür oder generell auf dem Pokémon. Aber Quick Guard ist, glaube ich, und ich mag das gar nicht so wirklich aussprechen, guter Move gegen uns. Also gegen den Dals-Kader. Ist ein bisschen nervig. Ja, was kann der ansonsten noch so? Das sind so, denke ich, die Moves, vor denen wir am allermeisten oder mit denen wir am allermeisten rechnen müssen. Aber das ist ein Psycho-Pokémon. Und Psycho-Pokémon haben sehr häufig sehr viele nischige Moves. Also da würde ich immer großen, großen Respekt vor haben. Das haben wir. Wir haben Stachette für Momentum. Weiß ich nicht, ob das kommen wird. Wir haben natürlich offensive Moves, sowas wie Zauberschein als Split-Move oder Psychokinese, um Single-Targeten zu können. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Wir haben Zugabe mit dem Speed von Pantymos. Der ist nicht schlecht. Kann man das auf jeden Fall machen. Mit Schmarotzer kannst du auch physische Mons angreifen. Du hast das Heilopfer, womit du gegnerische, also reinkommende Pokémon wieder fit heilen kannst. Du opferst dich selbst, aber heilst ein Pokémon. Ist auf jeden Fall mal eine Option wert. Du hast natürlich Screens, du hast natürlich sowas wie Magiemantel, um Status-Moves zurückzuwerfen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so der Play ist. Ich denke, dafür wird er eher nicht so Platz haben. Geowo für den konstanten Chip-Damage. Einen Tiefschlag theoretisch, einen Verhöhner. Teleport für Momentum natürlich. Besser dann als Staffette, denke ich mal. Donnerwelle, Trickbetrug, Trick Room, ne? Also den Bizarro-Raum, den er da auch nochmal rausholen könnte für langsame Pokémon wie Bronzong beispielsweise. Weiß man nicht, ob das so der Play ist. Charm hat er, ne, um Angriff auf minus 2 zu bringen. Konter, gerade in Kombination mit dem Focus Code, auch immer ein Ding, mit dem man rechnen muss. Auch hier wieder die Schleuder drauf. Dann haben wir sogar noch, natürlich rechte Hand, Hypnose, Icy Wind, ne, Eissturm, der die Initiative wieder um eine Stufe senkt, auch wieder sehr, 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 sehr nervig. Leitteiler, ist es Leitteiler? Leitteiler? Ich glaube nicht, da habe ich, glaube ich, mich verlesen gerade. Ja, das sind so Moves, die auf jeden Fall kommen könnten. Skill Swap ist, glaube ich, nicht relevant, ist ein cooler Move, aber, glaube ich, nicht relevant. Ja, also, bisschen unangenehm, muss ich sagen, dieser Bursche. Sehr, sehr unangenehm. Und ich hoffe, ich freue mich wirklich, wenn der nicht mitkommt. Ich sag's, wie es ist. Ich hab den so ein bisschen ausgeklammert immer, aber nach den Testmatches sage ich, bin froh, wenn der nicht mitkommt. Naja, gehen wir zum nächsten Pokémon und das ist Kapokime. Da wäre ich auch froh, wenn der nicht mitkommt, aber der ist auch nicht so schlimm, weil wir haben zumindest Raikou. Problem ist, an Raikou, der drückt eine Elektroattacke, aber der kommt drei Pokémon rein. Nidoqueen, Demetra aus Ei und Zeraora. In Doubles steht vielleicht einer von denen, sind vielleicht nicht alle drei von denen dabei und einer steht vielleicht daneben. Dann kann man mal so einigermaßen safe einen Elektromove drücken, aber ansonsten Kapokime natürlich auch ein bisschen nervig. Der hat auch zwei Moves, die durchaus spielbar sind alle, und zwar Nebelfeld, logischerweise kannst du keine Statusveränderung bekommen, muss ich nicht erklären. Und Telepathie wieder, also auch hier Ladungsstoß, Schlammwoge, whatever, kannst du spielen. Also zwei Telepathie-Mons plus Schwebe plus Elektroimmunitäten. Ladungsstoß sehe ich auf dem Kader durchaus hin und wieder mal mitkommen. Ob es jetzt gegen uns der Fall ist, weiß ich nicht. Ja, gehen wir ansonsten die Moves durch, würde ich sagen. Kapokime, ihr kennt es, ist halt bulky, ne? Kann aber hier auch offensiv mitkommen. Ich könnte mir ein Walschal-Set vorstellen. Ich muss ein bisschen langsamer reden, sonst fange ich an, hier ein bisschen unruhig zu werden. Walschal-Set könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich. Kann auch was Defensiveres sein, mit Gedankengut oder sowas in die Richtung und Naturzorn hier und Diebeskuss da. Weiß ich nicht. Oder Eisenabwehr oder sowas. Weiß ich nicht. Gegen Gordrom, Raikou und Co. Weiß ich nicht, ob da Zeit zum Setup ist. Sehe ich eher halt irgendwas Speediges mitkommen. Ne? Wobei Grasrutsche da auch wieder ein bisschen tricky ist. Aber wenn du dann zum Beispiel Rapidschutz, Pantymos daneben hast, wäre das ja auch okay. Ne? Dann kriegst du das ja auch irgendwie einigermaßen hin. Ja, was hat er drauf? Der hat natürlich Feen-Coverage, der hat natürlich Wasser-Coverage, der hat natürlich Eis-Coverage. Was er auch noch hat, ist ein Strauchler. Was er auch noch hat, ist leider Gottes die Lehmbrühe, die zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit unsere Genauigkeit um eine Stufe senken kann. Und dann ist halt quasi alles ungefähr so genau wie Blizzard-Fokusstoß. Moves, die ohnehin safe getroffen hätten, sind dann plötzlich Fokusstöße. Also, und das ist ein Split-Move, der trifft beide. Wenn beide den Genauigkeitsdrop reinbekommen, boah, dann ist schon echt immer der Struggle, wechsle ich raus? Was mit einem guten Move, der ohnehin schon gut ist, echt gemein ist, dass du diese Überlegung schon anstellen musst und vielleicht sogar zwei Switches damit generierst. Und dann kommen Mons rein und die müssen halt wieder diese Lehmbrühe tanken und kriegen vielleicht wieder einen Genauigkeitsdrop reingedrückt. Also Lehmbrühe ist so broken teilweise. Ist halt super
zufallsabhängig, aber echt gemein, Mann. Echt gemein. Wir haben es natürlich auch auf Keldeo mit dabei, deswegen, ich mache jetzt so kein Auge drauf, aber ist schon ein gemeiner Move. Das auf jeden Fall. Ja, Abschlagscreens könnten sein, muss jetzt nicht sein. Verhöhner auch hier wieder drauf, viel Verhöhner, auch viel Trickbetrug drauf. Sehe ich alles, also Verhöhner sehe ich mehr als Trickbetrug mitkommen, auch hier wieder Schleuder. Also es könnten ähnliche Sets gespielt werden. Interessanterweise auch sowas wie Erdanziehung. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das für gegen uns ein Plan ist, aber so Erdanziehung auf Kapokime mit Telepathie, mit Landorus Eye, Walband, Erdbeben knallen, let's go. Würde ich schon sehen. Ist gar nicht mal so scheiße. Was tatsächlich interessant ist, ist die Heilwoge auf dem, also wenn du den defensiv spielst, kannst du einfach mit der Heilwoge den Partner wieder um 50% hochhalten, ähnlich wie unser Kugelein, nur dass keine Prio drauf ist. Also ein bisschen schlechter, aber dafür ein bisschen tankiger, nimmt man. Natürlich Eisturm, wieder für die Speed-Controller. Und ja, ich glaube, das war's so im Groben und Ganzen. Kapokime ist im S-Tier und Kapokime ist auch zu Recht im S-Tier. Kapokime ist aber immer so ein Pokémon, wo ich sage, boah, ich weiß nicht, Leute, ob der so geil ist. Irgendwie fühle ich den persönlich nicht, aber der ist gut. Ist ein Fakt, so. Ne? Aber ich fühle den immer gar nicht so sehr. Mal sehen, ob er gegen uns mitkommen wird und ob er gut Druck gegen uns machen wird. Nächstes Pokémon ist Nidoqueen. Nidoqueen hat drei Fähigkeiten. Einmal, ne, wenn wir den touchen, kriegen wir zu 30% eine Vergiftung. Einmal Rivalität, was nicht mitkommen wird, weil wir immer Zufallsgeschlechter spielen. Das ist auch so eine Frage gewesen von einigen. Warum spielst du eigentlich Hagrid weiblich? Okay, Hagrid ist bei Blocky, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das mache ich einfach immer, weil es zufallsabhängig ist, damit niemand sich irgendwie auf meine Geschlechter preppen kann. Mit sowas wie Anziehung oder Rivalität zum Beispiel. Ne, deswegen ist es immer zufällig. Geschlechter sind egal. Sind immer egal, Leute. So, dann haben wir Ruhegewalt und das ist wahrscheinlich die Fähigkeit, die uns erwarten wird, weil, ja, Donnerblitz, Eisstrahl, Schlamm, Matschbombe, Schlammwoge, Erdkräfte, alles profitiert davon. Nidoqueen hat nicht die höchste Durchschlagskraft, aber mit Ruhegewalt, ja, macht selbst ein defensives Nidoqueen echt Probleme, muss man bedenken. Ja, was hat er für Doubles-Moves neben seinen einfachen Angriffen? Also ich kann mir vorstellen, der steht da einfach Offensivweste oder sowas, Bob, und greift einfach ein bisschen an. Macht einfach überall ein bisschen Chip drauf, den down zu kriegen, wird eine Weile dauern. Und der hat die Coverage, um alles in unserem Team sehr, sehr gut zu treffen. Dementsprechend, ja, sehe ich. Kann auf jeden Fall gefährlich sein. Der kann Konter haben, der kann Fluch haben, der kann natürlich auch physisch mal daherkommen. Weiß ich nicht, ob das so der Play ist gegen uns. Er kann auf jeden Fall auch rechte Hand haben. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, während ich hier so die Moves durchgehe. Ja, einen Tiefschlag nimmt man natürlich auch immer, wenn man ihn kriegen kann. Auch hier wieder Verhöhner. Also quasi jedes Mon in diesem Team kann Verhöhner, was crazy ist. Wir haben natürlich Giftspitzen, Tarnsteine, Hazards, weiß ich wie gesagt nicht. Der hat Prügler. Ich glaube, es gibt keinen Redlichkeitsmon in diesem Team. Dementsprechend Prügler wahrscheinlich nicht so das Ding. Natürlich auch hier wieder Möglichkeiten, irgendwie Speed Control in Form von Dampfwalze reinzubringen. Oder mit Charme ein bisschen was zu machen. Geofissur ist, glaube ich, nicht erlaubt in der GPL. In der NPBL war es ja erlaubt. Von daher müssen wir da, glaube ich, keine Angst vor haben. Hornbohrer hätte der ansonsten auch noch. Aber das sehe ich eher weniger. Auch hier ist wieder Icy Wind drauf. Ne, triffst du auch wieder beide Gegner. Interessanterweise hat dies Nidoqueen auch Verzögerung. Was sehr cool ist. Der ist halt nur sehr langsam, aber an sich. Scarf, Verzögerung. Ne, ist ja derselbe Move, den auch Zubiris mit Prio halt einsetzen kann. Maybe? Sehe ich aber, glaube ich, weniger. Ist eher sehr, 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 sehr nischig. Ja, ansonsten sehe ich jetzt hier auf die Schnelle erstmal nichts mega Interessantes. Ich denke mal, es wird eher so rechte Hand Schutzschild, zwei Attack-Moves sein oder vier Attack-Moves oder drei Attack-Moves. Aber so als Support-Move eher nur rechte Hand. Viel mehr sehe ich da nicht. Oder Speed-Control. Ne, das ist noch eine weitere Option. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Pokémon und das ist Volcanion. Heatrins kleiner, verschollener Bruder, wenn man so möchte. So klein ist er tatsächlich gar nicht. Und so ungefährlich ist er tatsächlich auch gar nicht. Der hat ein sehr, sehr nices Typing mit Feuer-Wasser. Ein sehr ungewöhnliches Typing. Und natürlich den H2O-Absorber. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben gegen einen Volcanion spielen musste. Mir ist so, als wäre das nicht der Fall. Aber was soll ich sagen? Ich habe den auch so ein bisschen ausgeklammert. Aber das ist das Pokémon, was mit dem Rückenwind von Urafnir oder dem Spotlight von Pantymos am gefährlichsten dasteht. Weil wir haben gar nicht so das Problem, den Down zu kriegen. Aber wenn der plötzlich schneller ist als Raikou, ja, ein bisschen ungünstig tatsächlich die Situation.
wenn der plötzlich nicht mehr attacked werden kann, weil dann Pantymos steht mit Spotlight oder Rundumschutz, bisschen schwierig tatsächlich. Und wenn wir dem dann teilweise noch das Grasfeld rausholen und der irgendwie Lebenorb ist oder generell irgendwie Damage Boosted ist, puh, bisschen schwierig tatsächlich. Ja, also Volcanion ist ein Ding. Der hat einen 130er Spezialangriff, genauso wie Heatran, glaube ich. 120 Verteidigung, 110 Angriff, also der kann auch physisch mal daherkommen. Das einzig Gute an dem ist wirklich, dass der nicht sonderlich speedy ist und nicht super krass viel spezielle Defensive hat, was Raikou das Leben ein wenig erleichtert. Aber wie gesagt, Spotlight ist ein Ding, Rückenwind ist ein Ding und 3 Elektroimmunitäten ist ein Ding. Also, boah, weiß ich nicht, du. Raikou hat gleichzeitig ein so geiles Matchup, aber auch ein so schlechtes Matchup. Also es ist irgendwie so, keine Ahnung. Muss man sehr kreativ, glaube ich, drumherum spielen dann um den. Ja, aber was macht denn Volcanion eigentlich so gefährlich? Nun ja, das ist, denke ich mal, sein Typing zum einen, seine Fähigkeit zum anderen, seine Werte, ja. Aber vor allem sein Wassermove. Und dieser Wassermove schimpft sich Dampfschwall? Ich glaube, es ist Dampfschwall, oder? Und das ist quasi ein Siedewasser. 1:1 Siedewasser. Nur 30 Punkte stärker. Also nicht 80er Damage, sondern 110er Damage, plus Step, plus diesem 130er Spezialangriff, 30% Chance zu verbrennen, er kann zu 5% missen. Wir wissen, dass 95%ige Moves durchaus auch mal daneben gehen können. Ne, von daher, vielleicht ein bisschen, vielleicht, ne? Aber ja, was soll ich sagen? Der Move ist crazy. Und wenn du dann Feuersturm daneben setzt, puh, finde den Switchen in unserem Team. Da gibt's gar nicht mal so viel, was da gerne reinkommen möchte. Ich glaube, Ice Coverage hat der nicht. Also Ice Beam, nachvollziehbar, weil der halt wahrscheinlich relativ heiß ist und sowas. Aber der hat zum Beispiel Erdkräfte, um unser Heatran zu treffen. Ne? Also Wasserattacke trifft Heatran natürlich auch sehr gut. Aber auch Tandrak trifft er zum Beispiel mit den Erdkräften sehr solide. Und ja, das allein macht den sehr gefährlich. Also Schutzschild, Feuermove, Wassermove und dann kommt es ein bisschen drauf an, was er noch spielen möchte. Aber viel mehr braucht er schon nicht mehr. Könnte noch einen Split-Feuermove nehmen, wie Hitzewelle. Er könnte die Erdkräfte für Coverage nehmen. Das sind so die Moves, die ich sehe. Aber wir können nochmal durchgehen, ob da jetzt noch irgendwie was Specialiges mit dabei ist, wovon wir ausgehen müssen. Wie gesagt, physisch kann der auch mitkommen, aber ich denke, dafür ist einfach dieses super starke Siedewasser ein bisschen zu geil, um darauf zu verzichten. Er hat halt auch Matschbombe und Fokusstoß und sowas, Steinkante. Superpower, den Kraftkoloss, ne, beispielsweise. Irrlicht logischerweise, aber weiß ich gar nicht, ob du Irrlicht spielen willst, weil der kann wahrscheinlicher missen als Dampfschwall. Natürlich burnt er dann auch safe. Aber ja, weiß generell nicht, ob du für den Burn gehen willst, wenn du Nebelfeld potenziell mit dabei hast, aber wäre eine Option. Dampfwalze ist noch so ein Ding, der kann auch wieder Schleuder. Wieso kann jedes Mon in diesem Team Schleuder? Silberblick. Ja, Grimasse, Solarstrahl vielleicht noch interessant für unser Keldeo, was ansonsten ganz solide reinkommt. Also sowas wie Energiekraut, Solarstrahl wäre vielleicht auch noch eine Idee. But yes, ich denke, das war's so. Also der wird, wenn er mitkommt, wird der offensiv sein und Schalan, Schalan, Schalan und eine immense Gefahr sein. Also ich habe so Testmatches gemacht, die liefen ganz gut und dann kam so langsam in diese Testmatches diese Kombination aus Pantymos, Uhafnir plus Volcanion rein. Und ich sage euch so, ich habe eines dieser Testmatches, glaube ich, 5-0 oder 6-0 verloren. Also, ja, der war scary. Und da musste ich ein bisschen dann mein Team nochmal feinjustieren drauf. Werdet ihr sehen, was da dann passiert ist. Ja, dann kommen wir noch, haben wir, glaube ich, noch 3 Pokémon. Und das nächste ist Chirox. Chirox hat, ja, eigentlich nur eine relevante Fähigkeit, denke ich mal. Und das ist Techniker, hat einen guten Patronenhieb. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das gegen uns mitkommt, weil es eben Mamutell so ein bisschen aufhält, ne? Der will so einen Patronenhieb nicht unbedingt abbekommen und Mamutell sieht im Doppelkampf sehr in Ordnung aus. Ne? Gerade der Eisplitter macht Mamutell unfassbar attraktiv. Viele Bodenschwächen sind dabei. Natürlich auch viel Fliegendes und sowas in die Richtung und vieles, das schneller ist. Aber mit dem nötigen Support kann Mamutell hier auf jeden Fall wieder gut Druck machen. Und dementsprechend, ja, mal schauen, ne? Was da so passieren wird. Also Chirox kann ich mir gut vorstellen, dass der mitkommt. Muss aber nicht sein. Ne? Ist beides durchaus möglich. Ja, was kann denn neben dem Patronenhieb im Doubles noch? Der kann auf jeden Fall den Rückenwind ebenfalls setten. Der könnte sich set-upen mit sowas wie Eisenabwehr, Schwertanz. Ne? Na klar. Der hat auch ein paar Screens mit dabei. Der hat den Abschlag. Der hat die Möglichkeit, sich hochzuheilen. Der könnte theoretisch auch nochmal einen starken Ruckzuck-Keep mitnehmen. Wobei ich nicht weiß, wofür. Ne? Wenn du Patronenhieb hast, ist das, denke ich, immer nicer.
Ja, Kehrtwende natürlich für Momentum ganz cool. Nimmt man mit. Ist generell etwas, was ich ein bisschen schätzen gelernt habe. Selbstverständlich ist hier übrigens die Schleuder drauf. Dass Momentum-Moves ganz nice sind. Gegen, oder generell Momentum-Moves ganz nice sind. Habe ich sehr lieben gelernt irgendwie. Der hat auch wieder Rapidschutz. Haben einige Mons in diesem Team tatsächlich. Zeraora, Pantymos, Shirox und Irokex. Die haben Rapidschutz. Schützen also auch wieder vor Prius. Ja, und dort war es, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Vakuumwelle vielleicht, ne, weiß nicht, ob das für uns relevant ist, aber ja. Ne, also, wenn der mitkommt, Patronenhieb, Rückenwind, vielleicht Schutzschild, maybe Antifeuerbeere oder sowas, Kehrtwende, sowas in die Richtung. Ne, mit Kehrtwende triffst du halt Gortrum dann immer ganz gut. Das könnte ich mir vorstellen. So ein bisschen defensiver, ja. Aber finde ich jetzt nicht unfassbar scary. Finde ich nicht unfassbar scary. Kann aber auch sein, dass da sowas wie Sandgrab, Kraftkoloss mitkommt, um Heatran irgendwie zu punishen. Wäre auch möglich. Aber musst du halt auf den Switch machen und im Double ist das ein bisschen schwieriger, glaube ich, den auf dem Switch zu erwischen. Es sei denn, du hast den Rückenwind draußen. Dann kannst du den vielleicht auch einfach so angreifen. Ja, damit kommen wir zum vorletzten Pokémon und das ist Scrafty, das gute alte Irokex. Der hat drei Fähigkeiten, die können relevant sein. Expidermis, heilt ihn vor Statusveränderungen zu 33% am Ende der Runde. Hochmut, wenn er einen Kill holt, dann geht er auf plus 1. Wahrscheinlichere Fähigkeit ist Bedroher. Ihr wisst, Bedroher gegen uns sieht nicht wirklich gut aus. Deswegen ist Irokex, glaube ich, auch das Pokémon Number One, mit dem ich am allerwenigsten rechne. Vielleicht noch Rotom ein bisschen weniger, aber die beiden sind so Demons, die ich gar nicht sehe, ehrlich gesagt. Deswegen gehen wir hier einfach mal ein bisschen fix durch. Der kann natürlich sowas wie einen Mogelhieb. Der hat natürlich Coverage. Der hat natürlich auch einen Schmarotzer, der mit Stab auch gut zwiebeln kann gegen physische Mons. Abschlag ist hier wieder mit dabei. Ja, physische Coverage. Natürlich der Verhöhner, man kennt ihn. Body S. Sowas wie Fake Tier ist auch ganz interessant, ne? Die Trugträne, um Gegner auf minus 2 Spezialverteidigung zu bringen. Silberblick, Quick Guard habe ich ja schon angesprochen. Rapidschutz. Ja, sehe ich nicht. Sehe ich nicht gegen uns mitkommen. Mal sehen, wird bestimmt gegen uns mitkommen dann. Ja, und letztes Pokémon ist Bronzong. Das ist auch wieder so ein Pokémon, das kann mitkommen, muss nicht mitkommen, ist aber ganz cool. Unter anderem gegen Mamutel, hat auch wieder Schwebe. Das heißt, man kann dann wieder für Erdbeben gehen, wenn man das will. Wie gesagt, sehe ich eher weniger. Auch Heatproof, auch Hitzeschutz wäre eine Möglichkeit, weil man damit nochmal ein bisschen besser gegen Heatran dastehen würde. So. Aber dann wird man wiederum von Mamutels Bodenattacken getroffen. Und wir könnten das in einem Doppelkampf durchaus gut herausfinden, was für eine Fähigkeit der hat. Unter anderem auch durch Grasfeld. Also Grasfeld Recovery kommt ja, triggert. Dann sehen wir, okay, wird Bronzong dadurch geheilt oder nicht, dann wissen wir Schwebe oder Hitzeschutz. Von daher weiß ich nicht. Ich glaube, es wird ziemlich sicher Schwebe sein, was uns hier erwarten wird. Ja, der ist natürlich super bulky, der ist gar nicht mal so leicht für uns zu breaken, wenn der Schwebe hat. Und ja, der hat einige sehr, sehr nette Moves. Ich mag den im Doubles eigentlich, also ehrlich gesagt mochte ich den bis vor kurzem gar nicht so sehr. Bei Blocky hat er gut performt und je mehr ich mir den angucke, desto nicer ist der. Der hat halt ein gutes Typing, ne, mit Psycho-Stahl, also ein paar Immunitäten und hat dann natürlich mit Seitentausch auch die Möglichkeit, unter anderem auch durch Schwebe, viele Moves sehr, sehr gut abzufangen vom gegnerischen Partner. Also wenn der mitkommt, Seitentausch schon sehr wahrscheinlich. Der kann auch Screens haben, der kann natürlich auch einfach angreifen mit Gyroball, ja, was kann der noch? So Body Press und sowas in die Richtung, ne? Natürlich auch Psycho-Coverage, um verschiedene Mons zu treffen. Tatsächlich sowas wie Steel Roller, Eisenwalze ist ein Ding, weil wir haben ja Grasfeld und er hat Nebelfeld und beide Felder sind, glaube ich, nicht super wichtig für ihn. Das heißt, er könnte sowas wie Eisenwalze spielen für einen 130er Stab Attack. Ist aber eher nischig. Glaube ich nicht, dass es mitkommen wird. Auch hier ist wieder Trickbetrug drauf, Bizarro-Raum, ja, ne, also ein paar Sachen in die Richtung. Speed Control in Form von Dampfwalze muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Erdanziehung, ja, weiß nicht, ob man das auf dem Schirm haben muss. Hypnose, Begrenzer, Metallsound, um auch hier wieder auf minus 2 Spezialverteidigung zu bringen, den Gegner. Und. Tatsächlich auch sowas wie Fähigkeitentausch, sehr interessant. Also man kann beispielsweise auch Zeraora oder Volcanion oder sowas Schwebe geben, wenn man das möchte. Ne? Speed Swap auch noch eine Option auf dem, sehr, sehr cool, im Bizarro-Raum, um gegnerische oder um eigene Pokémon sehr langsam und damit im Bizarro-Raum sehr schnell zu machen. Oder natürlich auch die Initiative von unseren Pokémon zu übernehmen und plötzlich hast du dann Speedy Bronzong, der dann diese Initiative von dem X-Bud, was er übernommen hat, zum Beispiel an seinen Partner-Pokémon weitergeben kann. Das ist zum Beispiel auch noch sowas, was mitkommen könnte, was dann aber halt schon sehr, sehr nischig wäre. Ja, und damit sind wir, glaube ich, mit der Kadervorstellung so ein bisschen durch. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welche Pokémon sehe ich gegen uns mitkommen, vor welchen habe ich am meisten Angst, dann wären das Zeraora, Uchafnir, Pantymos, Volcanion. Das sind vier, glaube ich, ne?
Ja, dann wird es schon ein bisschen schwieriger tatsächlich, was dann noch mitkommen kann. Also die sehe ich mit am besten an. Wobei Panthimos sehr fraglich ist, weil Bene das natürlich komplett anders sehen kann. Ich denke Demeteros, Kapukime, Shirox halte ich für am wahrscheinlichsten, dass sie mitkommen werden, weil die halt grundsolide sind und Shirox halt Mammutel aufhält. Statt Shirox könnte auch Bronzong mitkommen. Aber ja, weiß ich nicht, ne? Dann hast du Kimo und Bronzong, die gut in Mammutel reinkommen oder okay in Mammutel reinkommen. Aber mit dem nötigen Support kriegst du auf Bronzong einen super starken Abschlag drauf. Gegen Kimo wird so ein Erdbeben-Pferdestärke-Ding auch sehr wehtun. Also vielleicht ist Shirox sogar fast schon Pflicht gegen Mammutel. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also das ist soweit meine Einschätzung. Aber lediglich Irokex und Rotom würde ich so ein bisschen ausschließen. Und damit kommen wir dann auch, ja, endlich zum Team und zum interessanten Part vielleicht auch für die meisten oder zum interessanteren Part. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe Bock auf was richtig, richtig Nices, was eine Strat, die mir so durch den Kopf gegeistert ist. Ich bin verschiedene Matchups durchgegangen und ich dachte mir immer so, ich bin immer so bei diesem Raikou-Zeraora-Matchup hängen geblieben, okay? Und Zeraora macht nicht super viel gegen Raikou. Die physischen Hits hitten leider schon ganz gut. Und Raikou macht nicht super viel gegen Zeraora. Das heißt, Zeraora könnte auf jeden Fall ein gutes Ding gegen Raikou sein. Also war so ein bisschen immer die Überlegung, was mache ich gegen Zeraora? So, ne? Was ist so das Ding gegen Zeraora? Zeraora im Lead ist auf jeden Fall immer ein Ding, weil er hat einen schnellen Mogelhieb. Das heißt, für mich war so die Frage, okay, was sind so die Pokémon für mich, die ich in einem Mogelhieb im Lead gerne haben möchte? Naja, und wir haben einige Pokémon, die nicht geflinched werden können. Ne? Dazu gehören all unsere Konzentratomons, sowas wie Kangama, X-Bart, Raikou, Zubiris, weil der Geisttyp hat und sowas in die Richtung. Ne? Also diese Pokémon, diese Art von Pokémon. Dann war aber natürlich die Frage, okay, was könnte der Partner von Zeraora sein? Und Pock hat da schon eine sehr gute Analyse gemacht und ich glaube, die gilt auch so ein bisschen für uns. Also Demeteros Ei wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz gelungener Partner. Und dann fällt natürlich schon sehr viel weg. Sowas wie, ja, Kangama gut kann den Eishieb raushauen. Ja, ist in Ordnung. Raikou könnte Siedewasser raushauen, ist auch schneller, aber killt halt nicht. Zubiris, ja, schwierig. Ne? Der hat viele Tools, aber ist eher so zum Supporten da. Und X-Bart wird halt von Zeraora, der drückt dann halt nicht Mogelhieb oder so, sondern geht dann halt einfach für Plasmafäuste. Weil das ist ja auch noch das Ding. Und gegen Kangama kannst du halt einfach sowas wie Nahkampf plus einen Angriff von Lando drücken und dann hat sich die Sache auch erledigt. Natürlich kann Kangama auch selbst Mogelhieben, but yes, irgendwie bin ich nicht so ganz warm geworden damit. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Pokémon, die so ein bisschen Druck machen. Ich habe mich jetzt letztlich dafür entschieden, dass ich richtig Bock auf eine Kombination aus Zubiris und Raikou habe, okay? Warum? Ich habe eben schon erzählt, so gegen Lando Ei und Zeraora ist Raikou eigentlich gar nicht so geil. Naja, wir spielen folgendes Set auf Raikou, okay? Stelle ich euch ganz kurz vor. Schutzschild auf dem einen Move, natürlich Konzentrator als Fähigkeit übrigens. Donnerblitz für einen starken Elektromove. Den Meteorologen und Voltwechsel für Momentum. Und die Antibodenbeere, damit wir einen Hit von Demeteros Ei leben können, falls der Wahlschall ist. Denn Raikou ist von Natur aus schneller. So sind wir auch investiert, dass wir den auf jeden Fall outspeeden können. Und ansonsten super viel Spezialangriff. Wir müssen leider ein Fullspeed-Wesen spielen. Ist ein bisschen nervig, was unseren Damage-Output so ein bisschen verringert. Und den Rest packen wir halt in die KP. Das ist unser Raikou-Set. Und da fragt ihr euch jetzt natürlich so zurecht, Brudi, der macht ja gar nichts gegen Demeteros Ei. Und der macht ja irgendwie auch gar nichts gegen Zeraora. Und der macht jetzt auch nicht sehr viel gegen, ja, weiß ich nicht, was existiert da noch so im gegnerischen Team. Gucken wir mal rein. Der macht halt nichts gegen Shirox, der macht halt nichts gegen Bronzong, der macht nichts gegen Irokex, der macht nichts gegen Nidoqueen. Der sieht ja übel trash aus. Ja, sieht er auch. So, also Elektromove ist cool, ne? Keine Frage. Trifft vieles neutral, einiges sehr effektiv, sowas wie Kapukime, wie Volcanion und so weiter und so fort. Aber, nicht alles. Und da kommt natürlich Zubiris ins Spiel. Und wir spielen Zubiris hier mit dem Regentanz zum einen für Demeteros Ei, aber zugleich auch mit dem Sonnentag. Und das hier ist unser Zubiris-Set. Wir haben einfach zweimal Wetter auf dem mit dabei und können dementsprechend Raikou zu einer
offensiven Maschine machen, wo wir einfach einen super starken Stab quasi auf dem Rauf packen können. Weil Meteorologe wird ja mit Wetter zu einer Stärke 100 Attacke und Regen und Sonne boostet ja Feuer- und Wasserattacken. Dazu wird ja Meteorologe dann nochmal um 50%. Das heißt, wir haben dann quasi einen 150er Damage Move drauf. Und zwar einen Feuer Move, wenn wir es brauchen. Dann drücken wir Sonnentag mit Prio und Regentanz, falls wir den Wasser Move brauchen. Und beide Pokémon können eben nicht von dem Mogelhieb geflincht werden. Und Raikou ist hier das drittschnellste Pokémon. Uhafnir und Zoroark, die sind langsamer. So, und das ist jetzt unsere Möglichkeit. So, gehen wir die einzelnen Sachen mal durch. So ein bisschen meine Hoffnung ist, Zoroark steht auf der rechten Seite, Demetros auf der linken. Von mir aus dürfen die auch getauscht sein. Ist auch noch okay für meine Vorstellungskraft. Und Demetros denkt sich, ja gut, Raikou macht jetzt nicht so sonderlich viel gegen mich. Ich baller den einfach weg mit Erdkräft. Entweder ist er offensives Set oder er ist offensivfesten Set oder er ist Wahlschaltset. Mit Wahlschaltset überleben wir aufgrund der Schuhgewehre. Mit Offensivweste sollten wir ihn, glaube ich, habe ich den Kalk jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, auch mit Meteorologe im Regen killen können. Also, wenn er nicht Offensivweste ist, ist er auf jeden Fall tot. So, das ist ein 150er, sehr effektiver Move. Das nimmt den schon ganz gut weg, ja. Und wenn er, was war jetzt noch übrig? Damage boosted ist, sind wir halt auch schneller. So, das sind so die Optionen, die ich sehe. Es kann natürlich sein, dass er rausgeht, aber theoretisch muss er jetzt erstmal nicht super viel Angst vor Raikou haben. Ne? So, und Zubiris holt halt den Regen dann raus. Gegen Uafnir drücken wir den Elektro-Move und switchen raus, weil das nicht so das geile Matchup ist für uns. Gegen Zoroark können wir auch einfach den Regen-Move rausballern, weil das ist halt ein 150er-Move. Der macht auch so um die 75%, glaube ich, gegen Zoroark. Kann natürlich sein, dass der offensiv fest ist, aber auch dann ist das sehr so solider Chip, mit dem man leben kann. Also wir können den auf jeden Fall offensiv ein bisschen unter Druck setzen. Gegen Rotom drücken wir Wasser- und Feuer-Move, gegen Pantymos drücken wir Elektro-Move, gegen Kapukimo drücken wir Elektro-Move, gegen Nidoqueen drücken wir den Wassermeteorologen, gegen Volcanion drücken wir den Elektro-Move, gegen Shirox haben wir plötzlich den Feuermeteorologen am Start, was ziemlich cool ist. Und können den einfach One-Hit-KO'en. Ich glaube, selbst wenn der eine Anti-Feuerwehr hat, wird das killen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, habe ich jetzt nicht gekalkt. Gegen Irokex und Bronzong, oder gegen Irokex können wir Elektro-Move drücken und gegen Bronzong können wir auch wieder den Feuer-Move drücken, weil ich ja eher von Schwebe ausgehe. Und das allein, nur mit der Kombination, pressuren wir alles ganz gut. Raikou, sehr wichtiges Mon. Das heißt, wenn wir in einem Matchup sind, wo es ein bisschen gefährlicher ist, sollten wir wahrscheinlich eher mit dem Voltwechsel rausgehen. Wir können potenziell auch eine Runde Schutzschilden oder sowas. Also wenn wir jetzt denken, okay, da steht Demeteros, da steht ein Zoroark. Wir kriegen weder Zoroark raus, noch Demeteros. Wird jetzt vielleicht erstmal eine Runde Schutzschilden, um zu scouten. Können wir uns auch dafür entscheiden und sagen, okay, wir protecten mit Raikou und gehen mit unserem Nachtnebel, den wir hier als vierten Move auf Zubiris mit dabei haben, für Zoroark, ne? Chippen den an und dann ist er in der Range für Raikou. Nachdem wir dann Sonnentag into Meteorologe gedrückt haben. Wäre eine Möglichkeit. Das gleiche können wir natürlich auch auf Lando machen. Wenn wir glauben, Lando mit Offensivweste steht da oder sowas, versuchen wir den mit Nachtnebel anzuchippen. Generell, Nachtnebel, ich habe viele Moves hier probiert. Ich habe Irrlicht, also eigentlich nur zwei, Irrlicht und Offenlegung habe ich probiert, damit wir durch Screens durchkommen mit Offenlegung oder damit wir physische Mons wie Zoroark so ein bisschen einschränken können in ihren Möglichkeiten mit dem Irrlicht. Das waren so meine zwei Ansätze. Fand ich aber beides irgendwie immer nicht so optimal in verschiedenen Matchups. Zum Beispiel insbesondere gegen Volcanion fand ich, war das echt ein beschissenes Matchup, weil da bringt uns weder Sunny Day noch Rain Dance was. Also es kann uns was bringen, weil wir können die Sonne aufsetzen, wenn der Regen-Wasser-Move kommt und wir können Wasser-Regen aufsetzen, wenn der Feuer-Move kommt. Aber wenn genau der andere Move kommt, dann setzen wir halt Wetter für Volcanion auf und das ist halt schwierig. Und so haben wir zumindest mit Nachtnebel eine Option, dagegen ein bisschen mehr zu machen und dann stehen wir nicht super passiv mit unserem Zubiris darum. Das ist, glaube ich, schon mal sehr viel angenehmer gewesen. Ne? Also wir kriegen überall ein bisschen Chip drauf, das ist sehr wichtig. Auch zum Beispiel im Matchup Pantymos Volcanion Lead oder sowas. Pantymos drückt Spotlight, dann können wir auf Voltwechsel mit Raikou drücken und können dann ein gewisses Pokémon reinwerfen. Erzähle ich euch gleich, ist das letzte Pokémon, was ich euch vorstellen werde. Und ja, wir kommen darauf später zurück. Erinnert mich dran einfach, okay? Sehr gut. Gut, dass das hier so ein interaktives Ding ist mit euch. Ja, genau. Letzter Move ist übrigens noch Verzögerung auf Zubiris. Fand ich auch hier in diesem Matchup wieder ganz nice, weil wir beispielsweise, wenn wir von Uafnir jetzt nicht unbedingt einen Draco hitten, tanken wollen, dann können wir da Verzögerung drauf einsetzen und Raikou kann dann mit Voltwechsel erstmal safe rausgehen. Oder gegen Zoroark, ne, dass der irgendwie unsere anderen Pokémon nicht so gut touchen kann. Oder Uafnir kriegt den Rückenwind raus und dann können wir sagen, okay, auf Volcanion, du greifst als letztes Mon an und dann können wir den so ein bisschen outspeeden mit unseren Mons.
Das ist nochmal eine sehr, sehr nice Mechanik, die wir haben, einfach in verschiedensten Situationen. Dementsprechend, ja, ist das so das Moveset meiner Wahl gewesen. Wir sind komplett speziell defensiv mit unserem Zubiris, weil ich finde, dass die speziellen Gefahren einfach viel mehr vorhanden sind. Zeraora, Shirox und Bronzong. Das sind so für mich die physischen Angreifer. Uhafnia, Demeteros, Rotom, Pantimos, Kapokime, Nidoqueen, Volcanion sind eher speziell. Irokex habe ich jetzt mal ausgeklammert, war ein kleiner Disrespect. Tut mir leid an dich, kleiner Bruder. Aber ja. Ne, deswegen fand ich speziell defensiv einfach ein bisschen besser. Und unser Item ist die Roseli Berry, die Antifeenbeere. Ich glaube, gar keine Ahnung, wie sie gerade auf Deutsch heißt. Und Antifee ist für zwei Pokémon sehr, sehr cool. Erstens offensichtlich Kapokime. Zweitens für Zeraora, der hier theoretisch auch einen Knuddler als Coverage mit dabei haben könnte, damit Zubiris hitten will. Und ich will Zubiris schon relativ lange leben lassen. Ne? Kann sehr gut sein, dass man das Bene Zubiris gar nicht angreifen will und denkt, der ist sehr passiv und so. Aber ich sag mal so, der Nachtnebelchip hat sich auf jeden Fall in den letzten Testmatches gut bewährt. Und dann konnte ich auch dieses schwierige Matchup gegen Rückenwind, Volcanion für mich entscheiden. Muss man natürlich gucken, wie es dann letztlich im entscheidenden Match ausgeht. Aber ja, das ist so ein bisschen die Kombination aus Raikou und Zubiris, mit der wir wahrscheinlich leaden werden. Ist nicht so sicher wie mit Mamutel X, dass ich direkt sage, bopp, da gehen wir rein. Werden wir einmal proven, ob es da irgendwas gibt, was ein bisschen nervig ist. Aber im Prinzip können wir mit den beiden sehr viel anstellen. Und gerade für den Überraschungseffekt zu gehen, kann in so einem Best of One immer sehr nice sein. Ihr wisst es ja. Ist immer so meine Spielweise in der GPL gewesen. So, ein, zwei Überraschungsmomente reinbringen, um sich einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Ja, jetzt ist das Ding. Wir können natürlich Wetter aufsetzen. Und wenn nur Raikou davon profitiert, ist das ja ein bisschen langweilig, oder? Und wir haben noch ein weiteres Pokémon, was von diesem Wetter profitieren kann. Genau genommen von der Sonne. Und das ist unser Heatran. Und Heatran spielen wir hier wieder mit dem Luftballon. Irgendwie probiere ich immer andere Items drauf, aber irgendwie lande ich wieder beim Luftballon. Und wir haben Feuerfinger als Fähigkeit. Das heißt, wir wehren die Feuerattacken von Volcanion sehr gut ab. Sprich, in der Kombination zu Beerus Heatran ist die Sonne ganz nice, weil Volcanions Wassermove dann abgeschwächt wird und gleichzeitig unsere Feuermoves erhöht werden und Heatran wird von den Feuermoves von Volcanion natürlich durch den Feuerfinger, den er hat, nicht getroffen. So, das ist natürlich erstmal so ein Ding. Jetzt spielen wir folgende Moves auf Heatran: Schutzschild, Eruption, Erdkräfte, Flammenwurf. Erdkräfte ist als Coverage für lediglich, glaube ich, Volcanion dabei. Weil gegen alles andere machen wir mit Eruption soliden Schaden. Ist jetzt nicht... Ja, doch, ist schon ziemlich ordentlich, wenn wir Full KP sind, okay? Ne, also vieles wird neutral davon getroffen. Kapokime resistet das. Volcanion, wie gesagt, dafür haben wir Erdkräfte. Und Uhafnir resistet das. So, das sind die zwei Pokémon. Aber ich sag mal so, Eruption in der Sonne, Full Life, Brudi, das kann auf jeden Fall schon sehr, sehr gut wehtun. Das kann sehr, sehr gut wehtun. Ich glaube, gegen Kapokime, boah, ich weiß nicht, ob es gegen Offensives ist oder sowas, aber es kann so um die 33% machen. Und das ist ein netter Schaden. Ne? Also gerade, wenn man sich jetzt vorstellt, es ist ein offensiveres Kapokime, dann machen wir die 33% mit Eruption, gehen danach auf Schutzschild, dann drückt Zubiris Nachtnebel auf Kapokime und plötzlich ist Kapokime vielleicht in der Range, damit Heatran den killen kann. Und dann drücken wir mit Zubiris auf Verzögerung auf Wahlschall-Kapokime und blub, kommt die Eruption durch und blub, ist Kapokime down durch eine Eruption. Und der Partner daneben muss halt auch erstmal eine Eruption tanken. So, das ist eigentlich eine ganz coole Mechanik. Muss man mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber das ist eben das zweite Pokémon, was hier sehr, sehr gut von der Sonne profitieren kann. Ne? Und dadurch, dass wir mit Zubiris auch so immer Wetter switchen können, also wenn wir mit Raikou gerade den Regen gebraucht haben, dann gehen wir mit Voltwechsel raus, Heatran kommt rein, dann können wir wieder auf Sonne ändern und so, haben wir einfach verschiedene Modi, in die wir gehen können, die Zubiris so ein bisschen einleitet und so ein bisschen Coach ist, sage ich mal, Wettergott, wie auch immer, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, wir spielen unser Heatran dementsprechend auch offensiv, wir sind so Speed investiert, dass wir zum einen ein Volcanion immer outspeeden können. Der hat 262 Initiative maximal. Ihr seht es schon bei uns, wir haben 265 Initiative maximal. Und diese 265er Initiative ist dafür da, dass wenn der Gegner auf minus 1 Initiative ist, dass wir dann ein Zeraora outspeeden können, das auf X-Bart gespeedcreept ist. Okay, ist kompliziert. Ich versuche es nochmal kurz auszudrücken. X-Bart hat 394 Speed,
Zeraora will drüber gehen, muss auf 396 Speed gehen, weil da wieder so ein Jumping Point ist. Sprich, wir wollen mindestens auf 397 Speed kommen, wenn wir Walschall wären, beziehungsweise genauso kann natürlich auch Zeraora vom Speed gedroppt werden. Und wenn Zeraora auf minus 1 Speed ist, ist er halt nur auf 264 Speed, glaube ich. Und das heißt, wir kommen mit 265 dann drüber und schallern dem eine Eruption rein. Das ist sehr cool. Bedeutet natürlich auch, dass wir irgendwie eine Form der Speed Control brauchen, wo wir irgendwie die Initiative droppen können. Das kann passieren, indem Pene selbst Dampfwalze drückt, ist aber ein bisschen unwahrscheinlicher. Deswegen haben wir dafür auf jeden Fall noch ein nices Mon mit dabei. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt doch einfach. Eigentlich hatte ich vor, das als letztes zu machen, weil das ist als letztes reingekommen ins Team. Aber ich würde sagen, wir gucken da zuerst rein. Und zwar hatte ich vorher vor, ein Walschall Keldeo zu spielen, was ich ganz interessant fand, weil der halt Uhafnir und Dimitros Ei outspeedet und mit dem Eisturm halt beide super hart andamagen kann und mit dem Regen von Zubiris hätten wir dann nochmal eine Regen-Engine quasi gehabt, womit die Wasserattacken von Keldeo super reinschallern. Problem ist, es gibt natürlich Volcanion und in den vielen Matches, die ich hatte, war Volcanion halt so ein Riesenproblem und deswegen habe ich mich dann häufig entweder auf Eisturm gelockt, um Speed Control reinzubringen, oder wollte auf jeden Fall nicht für den Wassermove gehen, weil Volcanion das größere Problem gerade war. Und das hat Keldeo für mich so ein bisschen unattraktiv gemacht dann auf lange Sicht, weshalb Keldeo leider wieder rausgeflogen ist und ich eher danach geguckt habe, okay, unser Team wird irgendwie immer so ein bisschen zerstört von Volcanion. Was ist der beste Check, den wir reinbringen können? Und das ist unser Tandrak. Letzte NPBL-Season kam der erst am letzten Spieltag so notgedrungen mit, sage ich mal. Jetzt, am zweiten Spieltag der GPL, ist er mit dabei. Ist halt anderes Meta und ich finde den hier sehr, sehr angenehm in diesem Matchup. Und wir spielen den mit der Offensivweste. Der soll halt wirklich Volcanion checken und nur wenn wir den komplett speziell defensiv mit Offensivweste spielen, ja, dann können wir eine Erdkräfte gut tanken. Also dann ist das kein Two-Hit-KO. Ansonsten wird es da ein bisschen schwierig. Alles andere, ja, Dampfschwall, Feuersturm, Flammenwurf, Hitzewelle, whatever, tanken wir perfekt. Absolut gar kein Problem für uns. Wirklich easy. Und viele, viele andere spezielle Moves, die halt in diesem gegnerischen Team kommen, können wir auch recht gut leben. Also, das heißt viele. Es gibt gute Coverage gegen uns. Ja, also Uhafnir hat Drachen-Moves, Dimitros hat Boden-Moves, Nidoqueen hat Boden-Moves und so weiter und so fort. Also, die können uns schon alle irgendwie hitten. Aber zum Beispiel Kapukime können wir damit noch sehr gut abfangen. Der macht, glaube ich, mit einer Mondgewalt keine... Ich glaube, mit einem Eistrahl, offensives Kime mit einem Eistrahl, macht, glaube ich, keine 25%, also nicht mal ein Viertel gegen Tandrak. Das ist crazy, okay, das nimmt man auf jeden Fall mit. Und Tandrak hat sogar auch ein sehr gutes Matchup gegen Zeraora. Allerdings sind wir halt nur KP investiert und nicht in der physischen Defensive. Dadurch sind wir da ein wenig anfälliger. Aber hey, die wichtigsten Moves gegen uns, Plasmafäuste und vielleicht Nahkampf noch. Abschlag spielt auch nochmal so eine gewisse Rolle, aber ich glaube, Nahkampf ist sogar ein bisschen geiler, weil du damit halt Mammutel triffst und Heatran auch nochmal. Ja, die resisten wir halt und die tanken wir super, super gut weg. Schwieriger wird es halt schon gegen den Abschlag, der macht halt sehr, sehr guten Schaden und wir würden unsere Offensivfeste verlieren und so weiter und so fort. Wäre ein bisschen nervig, aber ja, ansonsten hat er gegen Zeraora eigentlich auch ein gutes Matchup. Den habe ich auch mit am wenigsten getestet, aber in den wenigen Testmatches, in denen er dabei war, hat er eigentlich echt gut performt und deswegen bin ich sehr gespannt, was der machen wird. Wir spielen die Fähigkeit Anpassung, damit unsere Stabs nochmal stärker werden. Wir haben auch zwei Stabs mit dabei, einmal den Draco Meteor für maximalen Damage und einmal die Matschbombe. Wie ihr seht, haben wir gar kein speziell offensives Investment, dementsprechend ne, ist schon ganz gut, auch mal einen Böller-Move mit dabei zu haben, meiner Meinung nach. Damit können wir nämlich Uhafnir Wanted KO'n, gehe ich mal von aus, habe ich jetzt nicht gekalkt, aber gehe ich mal von aus. Gegen Zeraora machen wir so um die 80%, gegen Dimetros machen wir um die 80%, gegen vieles andere wahrscheinlich auch. Pantymos und Kime treffen wir natürlich nicht, aber das ist das Schöne, dass die Matschbombe die beiden natürlich perfekt erwischt. Und auch gegen Nidoqueen, Volcanion machen wir 80%. Also wir treffen eigentlich alles ganz gut, außer Bronzong und Shirox. Aber ich sehe nicht beide mitkommen, wenn dann nur einen. Und naja, wir können halt auch einfach Eruption Citrin irgendwie gerade daneben stehen haben. Oder Raikou in der Sonne. Dann ist das auch irgendwie einigermaßen handelbar, glaube ich, gegen die beiden.
dementsprechend, ja. Übrigens, ein bisschen Angst habe ich vor einem Setup Bronzong. Der hat in den Testkämpfen ein bisschen Probleme gemacht, aber ist auch beatable, denke ich mal. Gerade durch Zubiris, weil der da nicht die besten Moves hat, um Zubiris zu treffen. Da müssen wir auf den dann wahrscheinlich ein bisschen mehr aufpassen. Ja, zwei Moves sind natürlich noch übrig und da wir Offensivweste spielen, sind es offensive Moves, aber ich kann direkt sagen, es sind eher Support-Moves. Supportende offensive Moves, wenn man so will. Und zwar haben wir einmal den Eissturm mit dabei, weil der ist erstmal nochmal geile Coverage gegen Demetros und Uafnir. Also, wenn Demetros und Uafnir da stehen sollten, könnten wir für Icy Wind gehen, für den Eissturm und doppelt sehr effektiven Schaden machen. Das macht gegen beide so um die 50%. Ist halt kein Anpassungsboost, wir sind halt nicht offensiv, aber dafür, dass es ein Split-Move ist, der Initiative senkt, schon sehr, sehr geil. Das ist also der Speed-Move, von dem Heatran profitieren kann, ne? Und ja, das ist ganz nice. Und der andere Move ist dann eben unsere Rollwende für Momentum. Weil, wie gesagt, mit Raikou haben wir Momentum, mit Jugelji, mit unserem Tandrak haben wir Momentum. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mochte das sehr, sehr gerne, weil wir eben mit Zubiris, den haben wir dann vielleicht eine Weile da auf dem einen Slot stehen, eben immer wieder einen anderen Partner irgendwie reinholen können, mit dem wir supporten können. Also beispielsweise, ja, stellt euch vor, auch da steht ein super slowes Duo aus Zubiris und Tandrak, was dann durch den Voltwechsel reingekommen ist, um den Hit von Volcanion zu tanken. Und das wird er dann ziemlich gut erledigen können, hoffe ich. Und dann kann halt Tandrak auch nochmal, kann Zubiris auch nochmal sowas machen wie, wie heißt es? Verzögerung, ne? Und dann ist Tandrak halt trotz dessen, dass wir hier minus Speed spielen und damit das langsamste Mon in unserem Team sind, aber immer noch schneller als ein uninvestiertes Bronzong, dass wir dann halt eines der Pokémon, die da auf der Gegnerseite stehen, einfach attacken können, bevor beide Tandrak fokussen können. Weil das ist so ein bisschen das Problem im Doubles, dass natürlich Tandrak einfach gefokust werden könnte. So, und wir haben kein Schutzschild, macht es ein bisschen schwieriger, macht es ein bisschen nerviger, aber sollte irgendwie machbar sein. Und da kann Verzögerung auf jeden Fall gut helfen. Ja, und mit unserer eigenen Rollwende kriegen wir dann vielleicht schon wieder langsames Momentum, wenn wir sagen, okay, da steht jetzt Kapokime. Kapokime kann eventuell nicht protecten, weil der Wahlglas ist. Oder da steht ein Volcanion. Die gehen jetzt wahrscheinlich raus. Also gegen Volcanion Flip-Turn mutig, aber gegen Kapokime könnte man das auf jeden Fall machen, weil wenn dann da ein Switch kommt, blub, dann können wir direkt rausgehen und irgendwas anderes reinbringen. Ne? Also, keine Ahnung, was ist der Check gegen Dragalge, Xerox, wir gehen auf Flip-Turn und blub, haben wir plötzlich Heatran drin. Ne? Und dann muss Kapokime halt wieder reinwechseln zum Beispiel. Und ja, dann muss er halt wieder eine Eruption kriegen und dann ist er vielleicht schon in der Range. Also es gibt viele Szenarien, in denen wir dieses Momentum gut gebrauchen können. Ne? So, dann gab es noch ein Szenario mit Raikou Zubiris am Anfang, worüber ich gesprochen habe. Und zwar Pantymos Volcanion. Pantymos drückt Spotlight. Volcanion will angreifen. Wir gehen mit Raikou Voltwechsel raus auf unser Tandrak und drücken mit Zubiris, Geowurf auf Pantymos. So, Volcanion greift jetzt entweder Zubiris an oder Raikou. Wenn es auf Raikou geht, fängt Tandrak den Hit sehr, sehr gut ab. Und dann sind wir in der Szene, wo natürlich wieder theoretisch Pantymos für Spotlight gehen kann und wir können mit Tandrak nicht den super starken Draco-Meteor auf Volcanion abfeuern. Aber das Schöne ist, Tandrak ist langsamer als Zubiris. Das bedeutet, Zubiris kann zuerst auf Geowurf gehen und Voltwechsel plus zwei Geowürfe sollten Pantymos immer killen. Sprich, Pantymos droppt dann und dann ist natürlich Spotlight verflogen und dann kommt erst Tandraks Attack und blub, kann man da nochmal eine richtig schöne, saftige Matschbombe oder sogar den Draco Meteor auf Volcanion ballern und wenn man den angechippt hat, ist das schon mal so sehr viel wert. Und das finde ich eben auch nochmal eine geile Mechanik gegen diesen Lead beispielsweise. Ja, also das macht Tandrak so nice in diesem Matchup und ich hoffe, er wird performen. Ich hoffe, er wird performen. So, und damit kommen wir zum vorletzten Pokémon und das unterstützt unser Team nochmal um einiges und zwar ist das einfach ein Gortrom. Ich hatte hier lange Zeit Offensivwesten-Gortrom drauf, ist jetzt letztlich dann ein Wundersaat-Gortrom geworden. Nicht sonderlich spannend, dieses Pokémon. Bringt aber Graswald raus, was Tandrak die Recovery bringt, ne, was Erdbeben auch nochmal abschwächt, was auch Zubiris nochmal Recovery bringt, Raikou nochmal Recovery bringt und auch Heatran Recovery bringt. Ja, wenn er seinen Luftballon hat, berührt er den Boden nicht. Aber ja, wenn er seinen Luftballon hat, ist er auch noch Full KP und braucht keine Recovery, ne? Ich denke, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Deswegen fand ich hier Grasfeld auch nochmal sehr geil. Natürlich, die Grasrutsche ist auch nochmal nett gegen Zeraora, gegen Demetros, gegen Rotom, gegen Pantymos, gegen Kapokime, gegen Nidoqueen, gegen Volcanion. Macht es auch so mit der Wundersaat um die 50%. Und gegen Irokex auch nochmal sehr solide. So, ne? Von daher kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wir bringen nochmal einen Mogelieb rein, was sehr nützlich sein kann.
Ich glaube, keines der gegnerischen Pokémon kann nicht geflincht werden durch Mugliep, außer Rotom, weil der ist Geist. Ansonsten müssten alle flinchable sein. Und wir haben die Kehrtwende für nochmal Momentum. Also heute ist so ein bisschen unser Wetter-Momentum-Day. Mal sehen, ob das so tatsächlich aufgehen wird. Zum Investment, wir spielen sehr wenig Speed, und zwar 96 an der Zahl. Diese 96 Speed bringen uns auf einen Speedwert von 230 und das ist dafür da, dass wir ein hartes Shirox, was komplett Speed investiert ist, outspeeden können. Wenn er tatsächlich frohes Shirox komplett Speed investiert spielt, würde mich das sehr überraschen, aber ich wollte ja so ein bisschen Kompromiss eingehen. Ja, ich will investiertes Shirox outspeeden, aber nicht das maximale Shirox, weil ich das für nicht sehr wahrscheinlich halte. Weil wenn der einfach Kehrtwende auf uns drückt, bissel unangenehm so. Bissel unangenehm, ne? Und ja, den Abschlag haben wir dann noch als Coverage mit dabei, um sowas wie Wurfnir, Shirox und Co. zu treffen, Item loszuwerden. Kann zum Beispiel gegen ein Bronzong mit Überresten und Setup sehr wichtig sein, dass wir das Item loswerden und noch ein bisschen Damage draufhauen und so, ne? Kann ganz nett sein. Ja, ansonsten habe ich sehr viel in die KP investiert. Insgesamt 400, damit wir, glaube ich, von Grasfeld möglichst viel Recovery bekommen und dann den Rest in den Angriff mit hartem Wesen, um eben gut mit den Grasrutschen reinschallern zu können. Also, da muss ich gar nicht so viel erklären. Der synergiert halt wegen seinem Grasfeld gut mit dem restlichen Team, bringt uns eine starke Prio, bringt Mogelhieb und bringt ein paar andere Attack-Moves und wenn wir mit dem nichts machen können, drücken wir halt Kehrtwende und bringen was anderes wieder rein. So, ne, und können einfach ein bisschen Momentum aufrechterhalten. Ja, die Offensivweste tut ein bisschen weh, dass die fehlt, weil einige Monster dadurch sehr viel gefährlicher werden gegen den, aber sollte verkraftbar sein. Ja, und unser letztes Mon ist dann das Mon, mit dem ich mir sehr unsicher war, weil ich den in dem Matchup gar nicht so wertvoll finde, aber ein Move ist halt sehr nice und das ist wieder X-Bart mit unserem Rückenwind. Hier habe ich lange Zeit überlegt, will ich vielleicht Kangama irgendwie mitnehmen oder sowas in die Richtung, aber ich fand den Rückenwind dann doch zu nice, weil man damit Heatran vor allem nochmal in eine richtig gute Position bringen kann, aber natürlich auch Raikou, aber vor allem Heatran. Ne, der profitiert vom Rückenwind nochmal sehr, 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 sehr stark. Und der ist hier drauf. Wir spielen auch hier natürlich Konzentrator, das heißt Bedroher, Mogelhieb bringt gegen X-Bart gar nichts. Wir haben den schnellsten Rückenwind wieder auf dem Feld. Natürlich ist er schneller, deswegen spielen wir die Anti-Elektrobeere dieses Mal, damit wir Plasmafäuste auf jeden Fall leben können und kriegen dann im Normalfall eigentlich den Rückenwind raus. Zumindest, wenn das erstmal so funktioniert. Wir müssen ein bisschen aufpassen vor Verhöhner. Wir selbst spielen auch Verhöhner, sind so Speed investiert, dass wir Uafnir natürlich outspeeden können. Und ja, dementsprechend können wir auch Uafnir theoretisch verhöhnen. Kann aber sein, dass da Mentalkraut drauf ist. Deswegen mal gucken, ob ich das machen möchte. Verhöhner kann aber auch in vielen anderen Matchups sehr, sehr nice sein und uns ein paar 50-50s ersparen. Indem da beispielsweise ein Volcanion steht. Also wir holen Rückenwind raus, so X-Bart lebt einen Hit. Und wir haben dann noch einen Turn mit X-Bart übrig. Und dann drücken wir halt einfach Verhöhner auf Volcanion. Und wissen dann zum Beispiel, okay, dieses Volcanion kann nicht mehr Schutzschilden im nächsten Turn. Das heißt, X-Bart droppt und wir können halt sowas wie Heatran Gortrom oder Heatran Raikou oder sowas reinbringen vielleicht oder whatever, ne? Und dann kann Raikou Donnerblitz einfach drücken, sofern da kein Zeraora oder sowas mehr in the back ist. Und selbst wenn Zeraora in the back ist, dann können wir halt einfach Eruption mit Heatran noch nebenher knallen. Und das wird dann schon ganz guten Damage machen. So, ne? Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man dann hätte. Und Rückenwind ist ja dann auch noch draußen. Also das macht X-Bart schon sehr nice und deswegen auch so ein bisschen unverzichtbar. Aber ich habe sehr gestruggelt, ob ich den spielen will. Ich spiele den dann insgesamt noch ein bisschen mit speziell offensivem Investment, ne? Vor allem Bulky, KP und Speed. Aber die restlichen EVs gehen in den speziellen Angriff, weil wir hier eben Zugriff auf die Hitzewelle haben, die ich für Shirox einfach nochmal sehr nice fand. Und generell ein bisschen Chip, so, die ist das. Und die Matschbombe ist auch nochmal ganz nett, um Kime und Pantymos und sowas anzudamagen, Uafnir potenziell zu vergiften, gegen Zeraora einen soliden Move zu haben, so. Ist jetzt nicht mega der krasse Damage, ein bisschen passiv, aber mit dem Rückenwind und Verhöhner können wir da hoffentlich ein bisschen was rausholen. Ja, also das ist so im Groben und Ganzen der Plan. Ich hoffe, ihr fühlt das Teambuilding. Ich habe richtig Bock auf das Team, ich mag das sehr gerne. Es fühlt sich sehr rund an. Wir haben, glaube ich, alle Tools dabei, um das Match zu gewinnen. Aber es wird darauf ankommen, wie wir das Match letztlich spielen. Wenn wir Fehler machen, dann wird Bene die eiskalt bestrafen, da bin ich mir sicher. Aber auch Bene ist nicht fehlerlos, das heißt auch wir können seine Fehler punishen. Und ich freue mich sehr auf das Match. Bin sehr gespannt, bin auch sehr nervös natürlich, aber wir haben zumindest uns an Spieltag 1 einen sehr soliden Puffer aufgebaut. Und von daher, wenn einer von uns beiden, Blocky und mir, 3 Punkte holt und wir dementsprechend ja, gegen Bene und Belly zumindest die Tabellenführung bewahren können, wäre das schon okay für mich.
Da ich aber nicht weiß, ob Blocky gewonnen hat oder dich, machen wir es einfach und holen uns die 3 Punkte und im Optimalfall haben wir einfach 6 geholt. Ja, das ist so ein bisschen der Plan. Drückt uns auf jeden Fall die Däumchen und, also mir, ne, in dem Fall ist Blocky ja schon durch. Und dann, ja, sehen wir uns in dem Kampf wieder. Mann, 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 das wird spannend. Ich glaube, Bene könnte tatsächlich so der gefährlichste Spieler in der Liga sein. Aber mal gucken. Da kommen noch andere harte Brocken. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf ihn. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bis dahin und tschüss.